Netzwerke, Blogs, Online-Petitionen, kollaborative Tools wie Etherpads, Wikis oder Liquid Feedback erzeugen bei vielen Beobachtern den Eindruck einer Zerfaserung, also einer Desintegration von politischer Öffentlichkeit. Und ja, die digitalen Wege der Kommunikation und Zusammenarbeit setzen das politische System gehörig unter Druck. Vor allem deshalb, weil sie zu einer extremen Beschleunigung des politischen Agierens und Reagierens geführt haben in letzter Konsequenz. Der Soziologe Hartmut Rosa hält diese gesellschaftliche und mediale Beschleunigung für die ultimative Bedrohung von Demokratien, da das Zeitparadoxon, ein steigender Zeitbedarf für Informationsbearbeitung und Entscheidung und gleichzeitig sinkende Zeitressourcen nicht so einfach aufzulösen sind. Wir fragen uns, stellt der technologische Wandel also eine Gefahr für die repräsentative Demokratie dar, weil deren Akteure überfordert sind und weil die Digitalisierung die Möglichkeiten von langwierigen Aushandlungsprozessen unterhöhlt? Diese Frage haben die Organisatoren dieser Tagung ganz bewusst an den Anfang gestellt. So sorgt sich etwa Peter Siller in einem Essay, das Sie vorne sich mitnehmen können, um die, Zitat, Zersplitterung in isolierte digitale Parallelgesellschaften und fragt, wie kann es gelingen, auch im digitalen Raum Teilöffentlichkeiten herzustellen, in denen sich demokratischer Austausch und demokratische Auseinandersetzung in und zwischen Parteien ereignet? Wir wollen also in den kommenden 2 Stunden ungefähr danach fahnden, wie Willensbildung als eigentlich die systemische und auch verfassungsmäßige Hauptfunktion, die Parteien zugeschrieben wird, auch im Internetzeitalter gelingen kann und was denn eigentlich die digitale Öffentlichkeit von den Funktionsmechanismen der nicht nur der bürgerlichen Öffentlichkeit, sondern eben auch der massenmedialen Öffentlichkeit unterscheidet. Wie erreichen uns Themen, wie und wo diskutieren wir darüber und wie verhandeln wir Differenzen? Und wie wird unter diesen Bedingungen einer radikalen Fragmentierung das Allgemeine, also das Gemeinwohl, eigentlich identifiziert und ausgehandelt? Und an dieser Stelle komme ich nicht umhin, eine Änderung des Ablaufplans zu verkünden. Kaya Timm, die wir als Medienwissenschaftlerin gebeten hatten, einen Vortrag hier zu halten über auch den Strukturwandel der digitalen Öffentlichkeit, ist Opfer des Lufthansa-Streiks geworden. Sie war bis gestern auf einer Tagung in China, hat alles Menschenmögliche versucht, hier rechtzeitig herzukommen und wird unsere Tagung um circa 1,5 Stunden verpassen. Daher werden wir diese 2 Blöcke, so wie Sie das im Programm mit haben, im Grunde genommen einfach zusammenziehen, werden hier schrittweise eine Dreierrunde etablieren und ich denke, das Schöne an weniger Referenten liegt dann wiederum darin, dass man mehr Publikum beteiligen kann. In diesem Zusammenhang auch nochmal der Hinweis auf den Hashtag gut vertreten. Es wäre schön, wenn wir auch sozusagen die Leute draußen im Lande hier auch irgendwie in Diskussion bringen könnten. Wir wollen starten mit einem Input, der ein bisschen der Frage eben auch nachgehen soll, wie lässt sich eigentlich erstmal auf einer diagnostischen Ebene beschreiben, was sich da verändert hat und wie müssten Parteien eigentlich agieren, um mit dem digitalen Wandel Schritt zu halten. Hierzu hat Christoph Kappes bereits vor Jahren auch im Rahmen der Grünen Akademie hochinteressante Spekulationen angestellt, die gewissermaßen den Test of Time noch vor sich haben. Und wir werden jetzt ein Update davon erleben. Christoph Kappes ist einer der klügsten Menschen auf Twitter. Deshalb folgen ihm neben mir, ich habe es vorhin nochmal geguckt, 6.368 andere Menschen. Er ist seit über 20 Jahren in der Online-Strategieberatung tätig. Er ist studierter Jurist, Informatiker und Philosoph. Und ich finde diese Trias von professionellen Herkünften qualifiziert einen absolut zum Netztheoretiker. Vor allem aber ist Christoph Kappes ein unternehmerisch denkender Mensch und hat ein gutes Näschen für Entwicklung. Er betreibt seit 2008 die Beratungsagentur Fructus GmbH in Hamburg und hat 2013 zusammen mit Sascha Lobo Sobux gegründet, eine
Social Reading Plattform, ein in dem Sinne noch sehr neues Geschäftsmodell. Und er war früher auch einer der Herausgeber von Carta, was mindestens mal Ende der Nullerjahre zum, finde ich, intelligentesten und wichtigsten Austauschorgan im deutschsprachigen Internet so zählte. Begrüßen Sie mit mir Christoph Kappes. Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Blumen. Wir wollen zunächst die übliche Technikrunde vornehmen. Ich muss übrigens ein bisschen korrigieren. Ich bin vor allem von der Ausbildung her Jurist. Informatik und Philosophie war eher ein Nebenspaß. Ich bin ja eigentlich sowieso ein Freund davon, Vorträge völlig frei zu halten. Die wesentlichen Dinge hat man nämlich im Kopf, nachdem man das aufgeschrieben hat. Das ist ja ein Paradoxon der digitalen Gesellschaft, dass man dann doch, ich jedenfalls, vielleicht auch altersbedingt, am meisten behält, wenn man es aufschreibt. Irgendwas will da nicht. Was sagt denn die Technik? Stehe ich auf dem Schlauch? Eigentlich doch gut, oder? Genau. Ja. Von Anfang an wiedergeben. So, okay. Also dieses Internet killed the video star, habe ich heute Morgen gedacht, das müssen wir irgendwie korrigieren, weil in einem Satz gesagt, wenn man sich TV-Nutzung anschaut, dann ist sie über die letzten 10 Jahre nicht weniger, sondern mehr geworden, erstens. Zweitens haben zwar junge Leute in der Regel nur die Hälfte oder ein bisschen weniger an TV-Nutzungszeit am Tag im Verhältnis zu älteren Leuten. Wenn man aber dann die Transformation Richtung YouTube anguckt und dann was da passiert, würde ich schon mal hier bei diesem Ding einfach mal sagen, dass das sehen wir mal als Vortragsmarketing. Worum es mir eigentlich geht, ist darüber nachzudenken, wie sich Öffentlichkeit verändert, und zwar im Kontext dieser Veranstaltung hier, Öffentlichkeit, die politisch ist. Das ist das, worauf es uns ankommt, und das durch das Internet. Das wird leider an einigen Stellen auf Sie ein bisschen technokratisch wirken. Das ist leider der Stand meiner Gedanken zurzeit. Wir müssen also auch ein bisschen über das Internet reden. Bitte verwechseln Sie mich nicht mit einem Herrn Barlow oder so, der vor vielen Jahren gesagt hat, die Riesen werden sterben, das Internet macht alles besser. Das wäre mir wichtig. Ich gucke auch so ein bisschen distanziert, also von mir werden Sie keine Thesen hören über den Niedergang der Parteiendemokratie oder die große Aufwertung, die wir alle vornehmen müssen, wir alle gemeinsam, weil ich verstehe mich eher als Beobachter dieser Phänomene und sehe das, was ich hier sage, auch eher als Impuls für Sie zum Nachdenken oder Befürworten, Ablehnen, Diskutieren, irgendwie synthetisch weiterverarbeiten, und damit sind wir auch schon bei dem Begriff von Öffentlichkeit. Und hier vor allem die Frage, ist es wirklich so, dass Öffentlichkeit fragmentiert ist? Das hört man sehr häufig. Zunächst mal ein naives Bild von Öffentlichkeit. Ich denke, es gibt viele Theorien, einige von Ihnen werden das wissen, das spielt jetzt auch keine so große Rolle. Ich denke, in den Köpfen der meisten politisch Aktiven ist die Habermasche Öffentlichkeit zumindest dumpf als Konzept vorhanden, wo Medien und politische Akteure einen Verhandlungsraum herstellen, und das ist historisch gewachsen als Gegenbegriff, um eine Adresse für die Politik in einer Demokratie zu haben. Es geht eigentlich um Legitimation von Herrschaft,
Und diese Theorie ist auch nicht irgendwie Freestyle erfunden worden, sondern so wie ich es verstanden habe, ist sie eigentlich als moderne demokratische Begründung unter Gleichheitsgesichtspunkten entwickelt und ein Alternativmodell zu einer elitären Demokratie. Das muss man, glaube ich, auch sehen. Es geht also darum, wie kann Herrschaft legitimiert werden, nicht durch Elite, wie können Konsensfindungsprozesse ablaufen, wie Deliberation ist ein Begriff, also durch Gesprächsführung. Dabei sind die Beteiligten natürlich irgendwie anteilnehmend an dem, partizipierend an dem, was passiert. Und die Idee ist, dass unter bestimmten Voraussetzungen, und das ist eine Utopie, ein Diskurs stattfindet, der rational ist, weil die Beteiligten über ihre Erwartungen, über Herrschaftsverhältnisse, über gewisse Techniken, die sie auch verwenden, offen reden. So. Das kann man dann Diskursbedingungen nennen. Tatsächlich ist es dann so, oben rechts sehen Sie dieses kleine schwarze Kügelchen, Gerhard Schröder, der sagt, Bams, Bild und Glotze, mehr braucht man zum Regieren nicht. Nicht? Das ist quasi das pragmatische, gib mir noch ein Bier-Gegenstück zu dem Habermaschen Ideal, gib mir noch eine Flasche Bier. Und daraus entstanden ist natürlich dann auch Habermas die Idee, Öffentlichkeit ist so nicht, die ist vermachtet. Die Idee einer Gegenöffentlichkeit, die hier, glaube ich, unter Ihnen auch klar ist, nicht? Wo kann man lange darüber diskutieren, was das genau ist. Es ist nicht sehr erfolgreich, kann man, glaube ich, auch sagen, ob es nun Stadtteilzeitungen sind oder alternative offene Radios. Und es gibt immer wieder in der Historie seit 40, 50 Jahren Versuche, solche Gegenöffentlichkeiten aufzubauen mit neuen medialen Mitteln. Die haben aber zumindest Reichweiten, ich sehe kritische Blicke, von den Reichweiten her verschwinden sie in den Statistiken. Leider ein paar Fakten zu Internetthemen, auch Fakten, die nirgendwo so richtig stehen, weil niemand sich traut, sie zu sagen. Sie sind nämlich völlig unklar, unklare Fakten. Wenn man sich anguckt, wie viele Sites haben wir in Deutschland, dann stellt man fest, es gibt 16 Millionen deutsche Domains. Das ist natürlich nicht die Anzahl der Sites. Ja? Es sind teilweise nur Domains für E-Mails, es sind teilweise unter einer Domain Subdomains oder sogar irgendwelche Web-Homepage-Baukästen, die ganz viele Blogs unter einer Domain haben. Aber als Größenordnung, denke ich, kann man schon sagen, das wäre mein Tipp, dass wir eine hohe einstellige Zahl von Websites in Deutschland haben. Andere Zahlen habe ich nicht gefunden. Was die Zahl der Blogs angeht, ist es leider seit Jahren auch ein Problem. Das weiß nämlich auch keiner so genau. Die letzten Schätzungen von Leuten, die sich damit länger, und das heißt mindestens ein Jahr beschäftigt haben, waren, es gibt so 100 bis 200.000 Blogs. Aber auch wenn man da genau reinschaut, dann zerfällt das sehr schnell. Ich sehe Kopfschütteln. Von oben nach unten, ne? Vertikales Kopfschütteln. Ich hatte schon horizontales Kopfschütteln gesehen. Na gut, kommen wir gleich zu. So, Podcasts, ich habe gestern noch mal eine Expertin gefragt, ja, wenn du da und da guckst, sind es 17.000, aber keiner weiß es so genau. Es sind natürlich mit dem Internet auch Portale dazugekommen, darf man auch nicht vergessen, so ein GMX, ein T-Online, ein Web.de, die zwar vor allem für die E-Mail-Services da sind, die aber auch Nachrichten verbreiten und deswegen auch zur Öffentlichkeit gehören. Zu Aggregatoren sage ich gleich noch mal was, Facebook-Zahlen, als die wichtigste Social-Media-Zahl sind, glaube ich, bekannt. Also man spricht von 33 Millionen aktiven Facebook-Fans und aktiv heißt mindestens einmal im Monat. Und bei YouTube, da geht es auch schon mit den Begriffen los, wenn man dann so eine Dagi B anguckt oder einen Le Floyd, da wird dann schnell von Fans gesprochen. Die hätten 2,8 Millionen Fans oder 2,3 Millionen Fans. Das ist natürlich Quatsch, weil das sind Abonnenten und das ist eine technische Reichweite und das heißt keineswegs, dass die alle die Videos gucken. Also es ist alles sehr schwammig, ich habe keine besseren Informationen im Angebot, die Faktenlage zeigt aber doch, dass wir es hier mit mehr als ein paar hundert Radio- und Fernsehsendern zu tun haben und auch mit mehr als ein paar tausend klassischen Printpublikationen. Die Blogosphäre hier, John Kelly 2008, immer sehr beeindruckend, solche Bilder. Das hier ist Facebook-Marketing, klar, ne, sehr dead, schönes Bild. Hier sieht man nochmal die Liste der aktuellen YouTuber, kann jeder sehen. Und da sehen wir auch schon das erste Problem, wenn wir über Politik sprechen. Man muss dort immer diejenigen gewissermaßen abziehen, die nicht zu einem
Politikbegriff agieren. Also in diesem Fall würde ich mal sagen, Bibis Beauty Place und Dagi Bee, die 11 und die 13, das ist Werbung für Kosmetikprodukte. Also das kann man politisch beurteilen, aber ich würde es nicht als originär politisch betrachten. Das ist eigentlich bei jeder Liste so, dass ein Drittel bis zwei Drittel derjenigen, auch bei den Blogs, ist es genauso im weitesten Sinne, also nicht mal im weitesten Sinne politisch sind. Also politisch im Sinne von Gemeinwohl oder Macht oder Herrschaft und so weiter. Das heißt, wir unterscheiden eigentlich professionell und semi-professionelle Medien, General Interest und Special Interest Medien, das Politische und das Private, und haben vor allem ein extrem hohes Volumen an Alltagskommunikation, also auf Facebook und Twitter, was da an Tweets durchläuft. Ich habe für Deutschland jetzt keine Zahlen im Kopf, aber das sind natürlich gigantische Zahlen. Deswegen sagen alle, das ist unüberschaubar, und dann gibt es noch die Vermachtungsdiskussion, wo beispielsweise, gehen wir mal von links mal durch, 58 Millionen Visitors im Monat auf Google suchen und die 33 Millionen Facebook Nutzer hatte ich schon erwähnt, aber auch auf Amazon werden 5 Millionen Direktsuchen im Monat durchgeführt. Apple News kommt noch dazu, also Internetplattformen spielen zunehmend eine Rolle bei der ganzen Diskussion. Schaut man dann aber noch mal etwas genauer hin, dann sieht man bei den größten Reichweiten, dass die Aggregatoren, ich habe oben Google und Facebook mal als Beispiel genommen, die haben zusammen ungefähr 80 Millionen User, also eindeutige Nutzer im Monat, während hier Axel Springer und Hubert Burda auf der 6 und der 10 als typische Medienunternehmen zusammen nur 50 Millionen auf die Waage bringen. Da denkt man natürlich gleich, 80 zu 50. Guckt man dann noch etwas genauer hin, stellt man vor allem fest, das sind USA-Zahlen, jetzt die News-Rezeption bei jungen Leuten verschiebt sich zunehmend auf Social Media, also hier vor allem Facebook, nicht oben die 61%. Das sind die 18- bis 33-Jährigen, die vor allem nach den neuesten Studien eben ihre Nachrichten über Facebook wahrnehmen. Zu Amazon ganz kurz, weil ich mich ein bisschen mit dem Buchmarkt beschäftigt habe. 75% der Buchkäufer gucken auf Amazon. Das ist eine Buchsuchmaschine, nicht nur ein Shop. Und wenn man da mal analysiert, wo Amazon überhaupt eine Rolle spielt, dann stellt man fest, dass Amazon eben auch in der Google-Suche als Werbetreibender Nummer 2 und in der organischen Suche sogar auf Nummer 1 auftaucht. Das ist da oben links der Kasten von der Google-Suche der Amazon-Anteil. Und wenn man rechts sich den roten Amazon-Kasten anguckt und den grauen Newspaper-Kasten, dann sieht man, dass die Anzahl der Amazon-User ungefähr der Zahl der Summe aller Newspaper-User entspricht. Das hat mal jemand ausgerechnet. Ich habe mir dagegen mal den Spaß gemacht, in den letzten Tagen mal alle News-Angebote in Deutschland nach Argov-Studien gegenzurechnen. Und dann sehen Sie ganz links Google und Facebook mit 81 Millionen Unique-Usern, die Top 10 News in der zweiten Säule in der Mitte mit 84. Und wenn man alle News zusammenzieht, sind es doch 993. Also hier sieht man wieder ein ganz anderes Verhältnis. Und das, denke ich, ist so die richtige Dimension. Ja? Das sind ungefähr 1 Milliarde, wenn man die User addiert, die deutschen User addiert. Das kann man natürlich so nicht machen, aber man sieht die Nutzungsintensität. 1 Milliarde an Unique-Usern zusammengezählt gegenüber 81 der großen Suchmaschinen. Dazu kommen natürlich noch die nicht kommerziellen Angebote, über die häufig keine verlässlichen Daten da sind. So, Fragmentierung ist ja nichts Neues. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, was bei klassischen Medien passiert, ich habe hier mal die empfangbaren TV-Sender in Deutschland genommen, dann sieht man, dass das Faktor 12 ist von 1988 bis 2012. Hat da jemand über Fragmentierung diskutiert? Ähnlich sehen Sie es rechts bei Fachmedien, das ist eine etwas kürzere Periode von 15 Jahren ungefähr, da ist der Faktor 1,5, also ungefähr der gleiche. Die Zahl der Fachmedien hat sich also auch in 20 Jahren ungefähr verdoppelt. Hier sehen Sie auch solche Faktoren. Das darf man nicht verwechseln mit Konsolidierungseffekten, die gleichzeitig eintreten auf einer wirtschaftlichen und rechtlichen Ebene.
Und ein letzter Satz noch dazu, ganz frisch, Emily Bell, Medienprofessorin, die gern zitiert wird, die gerade ein Interview gegeben hat, eine Koryphäe, die sagt, zum ersten Mal in ihrer rund 200-jährigen Geschichte haben die Medienverlage nicht mehr die Kontrolle darüber, wo und wie News verbreitet werden. Das ist A, ein Fakt, weil die Verbreitung durch andere Medien und durch Nutzer stattfindet, vielfach, und B, denke ich, auch eine Art von Kränkung. Ich persönlich habe große Schwierigkeiten mit dem Begriff der Zerfaserung und Fragmentierung. Wenn wir uns die Fragmentierung angucken, dann hat man immer schnell so ein Bild wie beim Tangramm. Das sind so viele kleine Puzzleteile, da zerfällt irgendwas. Und auch bei der Zerfaserung, ich habe hier mal von einem Hersteller von Holzzerfaserungsmaschinen ein Bild eingebaut, da sieht man, was mit Holz passiert, wenn man es zerfasert. Mir gefällt dieses Bild überhaupt nicht. Es hat auch diese Muskelmetapher, ja, also wir sind alle ein großer Volksmuskel, der gewissermaßen zerfasert, ja, die Öffentlichkeit ein großer fester Muskel, ja. Deswegen finden Sie dort nochmal ein Diagramm, ein Bild, wie Muskeln mit ihren verschiedenen Faserebenen funktionieren. Ich würde mich gern von Fragmentierung und Zerfaserung verabschieden, weil sie was mit Zerstörung von Einheit zu tun haben. Und dazu komme ich jetzt. Diese Einheit A, nicht gegeben war und B, auch nicht sein wird. Dieses Bild halte ich für falsch. Richtiger, und da führen uns die Lego-Farben in ihrer Entwicklung hin. Sie sehen links die Anzahl der Lego-Farben. Ich glaube, es sind 4 oder 5. 1955, und wenn man rechts die Lego-Farben anguckt, dann kann ich sie gar nicht zählen, es sind bestimmt 20. Das Bild sieht irgendwie fragmentiert aus, aber was ist tatsächlich passiert? Die Klötze haben mehr Farben, es gibt mehr Auswahl. Also ich halte das für einen Prozess von Ausdifferenzierung, man kann auch von Ausfaltung oder Komplexität sprechen, oder Diversität, und dann habe ich dieses schöne Brand 1 Cover gefunden, das ist nicht mehr ganz frisch, aber das zeigt aus meiner Sicht eher, womit wir es zu tun haben. Dieses Zerfaserungsbild einer zerfaserten Einheit ist falsch, es handelt sich um eine Ausdifferenzierung, eine Erhöhung von Komplexität, und deswegen wäre mein Bild dann, wenn wir schon bei Tangram sind, eher so wie links, und wenn wir über Zerfaserung reden, dann reden wir über bunte Wälder mit ganz vielen verschiedenen Mischwald. Deswegen habe ich gedacht, bin ich hier ja richtig. Das ist die grüne Vielfalt. Rechts. Links nicht. So, ganz kurz zu Öffentlichkeitstheorien. Die Grundidee also, es gäbe ein politisches Zentrum, einen parlamentarischen Komplex, den malt man ja gerne nach oben, trotz Demokratie. Ich habe kurz überlegt, ob ich das mal nach unten male, aber dann wären alle total irritiert gewesen. Die Zivilgesellschaft ist unten, von Habermas auch als Peripherie bezeichnet, wo Sprecher aus der Politik und Akteure, nämlich Journalisten, eine Medienöffentlichkeit bilden. Öffentlichkeit, ein Zitat, lässt sich am ehesten als ein Netzwerk für Kommunikation von Meinungen beschreiben. Das ist so ein Original. Habermas-Zitat, und wenn man aus einer Luhmann-Sicht guckt, da gibt es ein schönes Diagramm unten rechts, dann hat Öffentlichkeit eigentlich überhaupt gar keine feste Kante sozusagen, sondern Öffentlichkeit ist der Bereich, wo die verschiedenen gesellschaftlichen Teilsysteme sich gegenseitig spiegeln können. Das heißt, ich als Publikum gucke sozusagen auf die Politik, indem ich dort in einem Medium, und das nehme ich auch als Medium wahr, das ist ein Beobachter, den ich beobachte, einen politischen Akteur sehe, und das gilt natürlich für alle anderen gesellschaftlichen Teilsysteme auch. Also sage ich mal, die Kunstakteure, das Kunst- oder Kultursystem sieht auf das politische System, das Wirtschaftssystem auf das politische System und so weiter. Also jeder beobachtet jeden. Das ist so ein Bild von Reflexionsfläche in der Mitte. Ich glaube, dass wir da durch klassische Medien in die Irre geführt werden und im Internetzeitalter umdenken müssen. Weil tatsächlich wird Öffentlichkeit durch Interaktion konstruiert. Also wenn zwei Menschen miteinander agieren, also sich wechselseitig aufeinander beziehen, eine solche Interaktion vornehmen und sie hat eine politische Dimension, dann entsteht, zumindest wenn es mehrere sind,
eine politische kleine Mikroöffentlichkeit. Und wenn es viele sind, eine riesengroße Mega-Öffentlichkeit. Nun sagen Leute, und das passiert quasi im Prozess, das ist also nicht, das kann man nicht greifen, das kann man nicht anfassen, das entsteht und das zerfällt auch. Das ist für mich ein ganz lebendiges Bild. Und als ich gestern überlegt hatte, was willst du eigentlich sagen mit diesen Folien, würde ich sagen, das ist der Kern der ganzen Idee. Öffentlichkeit als ein dynamisches Bild, ein Bild von Interaktionen, die ständig in Bewegung sind und dort mit verschiedenen Mechanismen, die ich Ihnen gleich noch vorstellen werde, Synthese von politischen Meinungen herstellen. Der Begriff der Räume und verschachtelten Gassen und Straßen, das Bild habe ich, glaube ich, noch 2012 in der Grünen Akademie verwendet und war total stolz auf diese Idee, Öffentlichkeit wäre wie eine große Stadt, total verschachtelt, hätte verschiedene Räume und Gassen und Marktplätze und so weiter. Da bin ich inzwischen von weg, weil diese Idee von Räumen, so schön sie zeigt, dass es nicht eine Öffentlichkeit gibt, eigentlich auch aus meiner Sicht nicht richtig ist, sondern diese Öffentlichkeiten entstehen eben im Grunde in Social Media ständig und überall. Und man kann sie sich auch räumlich nicht vorstellen. Man kann sie sich räumlich nicht vorstellen. Das ist eine systemische Sicht sozusagen, die man gedanklich abstrakt konstruieren muss. Das heißt, ich widerrufe meine verschachtelten Straßen- und Gassentheorien und ähnliche Dinge, die da ich verbreitet habe, die auch andere verbreitet haben und immer noch verbreiten. Wer sich dafür interessiert, grabe mal in der soziologischen Netzwerktheorie herum. Nun bin ich kein Soziologe, ich habe viel gegraben, aber ich halte mich da mal lieber zurück. Da wird seit den 60ern drüber diskutiert und in der neueren Zeit auch immer mehr. Und sehr schön finde ich das Bild, dass eigentlich Beziehungen die Gesellschaft prägen, wenn man sich anschaut, so ein Herr-Knecht-Phänomen, das ist so ein Hegel-Beispiel, dass Herr und Knecht ja durch die Beziehung zueinander überhaupt erst sich definieren. Ja? Also der Herr ist ja nur Herr, weil der Knecht Knecht ist und man ist schnell bei der Autonomiefrage, was wäre denn der Herr ohne seinen Knecht und was wäre der Knecht ohne seinen Herrn und was wäre, wenn der Knecht sich in dieser Beziehung nicht auch als Knecht unterwerfen würde. Also total faszinierend. An solchen Beispielen sieht man, dass Beziehungen eigentlich das Soziale definieren und nicht die Einzelpersonen, die wir angucken. Also nicht Klaus, Heinz und Hermann, jetzt habe ich alles Männer gewählt, Anne, Linnea, eine Frau brauche ich noch. Okay, also war Scherz jetzt, aber also es sind nicht die Einzelpersonen, es sind ihre Beziehungen zueinander, weil wenn sie alle nicht miteinander interagieren, gibt es auch keine Öffentlichkeit. Das ist eigentlich ganz, ganz einfach und die Art und Weise, wie sie agieren, hat eben auch damit zu tun. So, es ist also die Beziehung, die Öffentlichkeit konstituiert und die ist nicht an Massenmedien gekoppelt und diese Vorstellung von massenmedial und nicht massenmedial, die ist auch meines Erachtens diese Trennung, die würde ich gerne aufgeben. Die Grenze von Öffentlichkeit und interpersonaler Kommunikation, die spielt eine Rolle, aber also der alten Öffentlichkeit, aber die spielt keine Rolle für die Frage der politischen Öffentlichkeit. Die Politik hat nun mehr Adressen, mit der sie die Gesellschaft erreichen und beobachten kann. Das ist ein Vorteil, der die Leistungsfähigkeit der Politik erhöht. Man sieht das auch, ich beobachte das seit Jahren, total faszinierend. Ich bin ja absichtlicher Social Network Power User. Menschen kopieren Massenmedien mit ihrem Verhalten. Die fangen an, Spitzmarken zu setzen, wenn die irgendwie auf Facebook was posten. Die schreiben Tweets, die ein bisschen wie Nachrichten-Headlines sich anhören. Beobachten Sie das mal genauer. Menschen kopieren Massenmedien ganz häufig, wenn sie in Social Media unterwegs sind. Auch die Art, wie sie Fotos inszenieren oder wie sie gerade etwas versuchsexperimentell mit Wein oder Periskop und so weiter umgehen. Man sieht, was man gut kann, ist das Bestehende kopieren, was Neues entwickeln, ist gar nicht so einfach. Und hier findet tatsächlich auch eine Übertragung medialer Formate in die Gesellschaft sozusagen statt. Das ist, glaube ich, ein Indiz dafür, dass sich auch Öffentlichkeit ausdehnt. Das wäre meine Sicht. Wir haben also viel mehr Akteure.
Ich habe mal überschlagen, Faktor 350, das ist natürlich jetzt eine Milchmädchenrechnung. Nicht? Wenn Sie mal rechnen, es gibt ungefähr 100.000 Journalisten, knapp 100.000 Journalisten in Deutschland und Facebook hat 33 Millionen aktive Nutzer, dann stellen Sie fest, die Zahl der Akteure, Faktor 350 ungefähr, da kann man jetzt sagen, das ist eine Milchmädchenrechnung, ich werfe sie mal in den Raum. Und dazu muss man natürlich dann, was immer in Social Media ist, auch berücksichtigen, wer nimmt denn eigentlich aktiv an Online-Debatten teil? Und dann stellt man fest, eigentlich darf man nur Autoren und Kommentatoren, also diejenigen, die aktiv teilnehmen, zählen. Und dann stellt man fest, es ist vielleicht Faktor 100, ja? Also so 10-30% aktive Creators und Commenters. Da gibt es so Social Media Pyramidentheorien, werden das dann sein. Also ich rede jetzt immer vom Verhältnis alte mit massenmediale Öffentlichkeit zu fortentwickelter digitaler Öffentlichkeit. Das wäre dann 1:100. Und wenn man dann noch eingrenzt, was tatsächlich politische Interaktionen sind, da habe ich nicht die geringste Idee und ich weiß nicht, ob das irgendwann mal jemand erforscht hat. Und ich glaube, zum Thema Flüchtlinge hat sich beinahe jeder geäußert. Es gibt andere Themen, zu denen sich vielleicht nur 2% der Leute äußern. Also da sieht man auch schon wieder, wie diese Öffentlichkeit sehr, sehr beweglich ist. Vielleicht gibt es in Hochzeiten tatsächlich 100-mal mehr politische Statements, als es sie früher gab und zu einem Top-Thema wie Flüchtlingen oder zu anderen Themen vielleicht auch nur 5-mal mehr oder auch nur genauso viel, weil kaum sich jemand dazu äußert. Ich ziehe also, das ist diese Pyramide rechts, in der neuen Öffentlichkeit die politischen Interaktionen betrachte ich besonders und dann unterscheide ich die aktiven und die passiven Nutzer. Das ist keine Agora mehr, das ist auch keine Multi-Agora. Irgendjemand schrieb neulich was von Multi-Agora in der neuen Öffentlichkeit. Das ist eine atmende Galaxie, habe ich hier mal geschrieben. Also noch größer als die Multi-Agora. Was dann übrigens auch mal, lassen wir das. These, die neue Öffentlichkeit ist nicht einfach größer, sondern sie ist inklusiver, sie bezieht mehr Leute ein und sie wird so hergestellt, dass sie kommunikativ leistungsfähiger ist. Das heißt, sie kann mehr Sinn herstellen. Was heißt das mit dem Sinn herstellen? Sinn herstellen heißt ja, dass sie Handlungen erkennen können, Handlungen, also Tätigkeiten und ihre Absicht gewissermaßen erkennen können, Kausalitätsketten verstehen. Und dass sie verstehen, was um sie herum war, warum passiert. Also das ist sozusagen der Sinnbegriff, so wie ich ihn deuten würde. Und das heißt, Internetöffentlichkeit stellt wie jede andere Öffentlichkeit auch Sinn her. Und dazu ist sie leistungsfähiger als eine klassische mediale Öffentlichkeit. Wir können mehr verstehen. Nochmal ganz deutlich, der Buchdruck vervielfachte die Sinnproduktion, das Internet potenziert ihn. Das ist natürlich auch ein Aspekt von Überforderung, das ist klar. Und mir geht es so, ich weiß nicht, wer die Rede von Reinhard Götz neulich, diese Büchnerpreisrede gelesen hat, da habe ich dann bei einem Absatz gedacht, ja genau so ist es, da steht sinngemäß, je mehr man liest, desto unsicherer wird man. Und man hat auch das Gefühl, dass man sich immer weniger einer Gruppe zugehörig fühlt und am Ende sich, also im Grunde, also sich nur noch distanzieren kann, ja, von dem, was da andere mit ihren Urteilen sagen. Das ist ein Effekt, den ich auch von mir kenne. Das mag jeder anders spüren, aber ich sehe schon ein gewisses Maß an Überforderung bei mir und auch wenn ich Leute auf Social Media beobachte, ich sehe Überforderung auch in der Politik. Ich will also nicht sagen, dieser Effekt ist gut, sondern ich sage, dieser Effekt ist so, wie er ist. Ja. Und wir müssen jetzt damit klarkommen, mit diesem Überschuss an Sinnproduktion. Oder, also klarkommen heißt, damit umzugehen lernen. Ich habe da noch mal mich getraut, aber nur ganz klein habe ich dann geschrieben, die Idee, alte Idee von Öffentlichkeit ist die einer bürgerlichen White-Male-Elite. Habe ich jetzt mal so hingeschrieben. Können Sie gerne mal drüber nachdenken. Bitte? White Male. Da müssen jetzt Leute was zu sagen, die diese historischen Diskussionen genau verfolgt haben. Wie wird im Internet
kommuniziert grundlegende Phänomene Schriftlichkeit, Kopiervorgänge und Automatisierung der Kopie. Das sind alles Mechanismen, die im Grunde die Verbreitung von Informationen erhöhen und die Transparenz vermehren. Auf der anderen Seite können aber soziale Systeme, also als der Gegenbegriff zur Technik hier, auch entsprechend antworten. Ja, also das muss nicht so sein, sondern die können dann anfangen, irgendwie was zu verdecken, Interessen zu verdecken oder in Hinterzimmer abtauchen. Da darf man dann nicht twittern. Ja, ich war letztes Wochenende auf einer Medienkonferenz, wo es dann hieß, wir sprechen jetzt mal unter uns, jetzt bitte nicht twittern. War gar nicht so wichtig übrigens, hätte man alles twittern können, aber das schafft, glaube ich, so ein soziales Gefüge gegenseitigen Vertrauens und ist eine Aufforderung, eine Erwartung an ein Selbst zu artikulieren. Ich glaube, ich rede viel zu viel jetzt gerade. Also es gibt die Möglichkeiten, dass sie Kommunikation verdecken. Es gibt die Gefahr oder auch die Chance, dass Emotion ins Spiel kommt. Es gibt die Gefahr von Desinformation, Intransparenz, Lobbyismus und insgesamt eine Unsicherheit über die Verlässlichkeit von Informationen, weil viele Akteure da mitmischen und auch verschiedene Ebenen von Medien durcheinander wirbeln. Und wenn dann doch Leute anfangen, sage ich mal, in der klassischen Weise nicht rollenkonform zu agieren, und das beobachte ich sowohl bei Medienleuten als auch bei Politikern, dann wird es sehr, sehr unübersichtlich für Menschen, die das nicht mehr auseinanderhalten können. Also Fragezeichen, mehr Sinnangebote, aber ohne Verlässlichkeit. Ich kann da keine Prognose stellen, das wäre wahrscheinlich ein anderer Vortrag. Was mir aber dann aufgefallen ist, und jetzt wird es leider etwas technokratisch, was passiert denn, oben in der Überschrift steht verdichtende Webkonzepte 1, das ist leider abgeschnitten, aber wichtig. Was passiert denn im Internet? Ja, sagen Sie den Link, jetzt erzählt uns der Kappes, es gibt den Link. Na, was macht denn der Link? Der Link ist ja auch eine soziale Aussage, das ist zum Beispiel ein R-Erweis oder ein Reputationsanerkenntnis, und er verknüpft ja nicht nur Dokumente, sondern er führt auch, wenn man draufklickt, dazu, dass bestimmte Interaktionen stattfinden zwischen Menschen. Also bitte lösen von diesem Dokumentbegriff. Das sind nicht zwei Dokumente, die verknüpft sind. Der Link ist eine kulturelle, also ist Teil eines soziotechnischen Systems und wird benutzt in einem speziellen sozialen und kulturellen Kontext. Und das gilt genauso für die Gruppe, wo ich eintrete, wo ich austrete, wo ich angesprochen werde als Gruppenmitglied, auch beim Hashtag. Weswegen setzen Sie denn den Hashtag? Deswegen macht man das, weil es cool ist? Dafür ist es schon ganz schön lange cool. Sie setzen den Hashtag, damit eine Information wiedergefunden wird für Leute, die entweder wie Sie über ein gleiches Thema nachdenken oder für Beobachter wie Medien, die wissen wollen, was passiert da gerade. Das ist doch eine Ordnung, die da hergestellt wird, und was ganz anderes als Fragmentierung. Sie dürfen doch nicht einfach 100 Tweets sehen mit Ihrem einzelnen Hashtag, sondern Sie müssen sehen, warum hashtaggen Leute und warum benutzen andere diesen neuen Zugriffsmechanismus auf Informationen. Das hat also auch eine kulturelle Komponente. Es verbindet auch die Menschen miteinander. Sie fangen dann auch an, miteinander zu kommunizieren. Das ist doch dieser berühmte Aufschreifahrt und andere Fälle. Und wenn Leute mit der Person sich auf Twitter mit Just Said, war es glaube ich, artikulieren, dann erkennen sich dort gegenseitig Menschen, die sich als Depressive zu erkennen geben. Ich sage es mal so. Nichts anderes passiert bei Trends. Hier wird ja auch versucht, einen Trend zu erzeugen, um Sichtbarkeit herzustellen. Man macht das ja, damit da was passiert, und sagt dann, wow, wir sind schon unter den Top Ten. Die Suche stellt eigentlich auch Verbindungen her zwischen sozialen Interaktionen, und erst recht tut es der Stream und der Filter. Was will ich sagen? Also links steht Technik und rechts stehen soziale Elemente. Und es geht eigentlich immer darum, dass gegenseitige soziale Erwartungen artikuliert werden und Informationen dabei auch verdichtet wird. Das ist nicht anders. Ach so, ja. Von den Blogs kennt das jeder. Beim Pingback oder bei der Blogroll ist es ja nichts anderes. Da werden Interaktionsverhältnisse möglich aufgrund dieser Informationen. Und auch wenn Sie Bookmarking-Websites haben, ist es genauso. Ach schön, ja. Was da alles noch kommt. Ne? Also ich habe hier den Begriff der Markierung mal eingeführt. Hier werden in einem riesigen Interaktionsgebilde werden bestimmte Muster markiert. Das macht zum Beispiel der Hashtag. Nicht anders bei dem Kommentar.
einen Kommentar markiert, Stellen für andere oder sich selbst in einem Buch. Aber wenn das ein öffentlicher Kommentar ist, ist er vor allem für andere. Oder beim Shitstorm bin ich ja der Meinung und mache mich damit immer unbeliebt. So unangenehm er für die Beteiligten ist und manchmal so unfair auch, dass er eigentlich eine Markierung ist für das, wo die Grenzen der Gesellschaft gerade verhandelt werden. Also der Nestle- oder der Ing-Lieber-Fall links ist hier dieser Affenfinger mit dem KitKat-Fall. Worum geht es bei all diesen Fällen? Barilla will nicht mit Homosexuellen werben. Hier geht es natürlich um die Frage, wie weit ist Homosexualität normal in der Gesellschaft und zu akzeptieren und wenn Jamie Olivier seine Tochter mit Chili bestraft, das hat der Depp tatsächlich mal gesagt, ich hoffe, er hat es nicht getan. Unfasslich, jetzt fange ich an, mich aufzuregen. Also das ist natürlich die Frage, wie Erziehung zu erfolgen hat. Und bei jedem dieser Shitstorms gibt es einen Kern, wo man sagen kann, das ist der Kern, um den hier diskutiert wird. Das sind häufig nicht originär politische Fragen. Hier geht es zwar auch um Machtverhältnisse, also Jamie Olivier und seine Tochter, aber das ist dann eben das politisch Private. Es geht meistens um moralische, um ethische Konflikte, die hier ausgelebt werden und die für alle anderen auch zeigen, Achtung, hier ist ein Punkt, da geht es möglicherweise nicht weiter, wenn man das macht. Ein Fall von Ausgrenzung. Über Algorithmen könnte man auch noch mal einen Vortrag halten. Algorithmen markieren aber auch Inhalte, weil sie sehen an der Anzahl von Likes und Shares Relevanzsignale. Wenn jemand 10.000 gefällt mir's an dem Artikel hat, dann ist das eine Markierung für einen Diskurs. Bei der Suchmaschine ist es völlig klar, die ermittelt Relevanz nach 200 Kriterien algorithmisch und gibt es dann auch wieder und liefert Ihnen quasi mit der Suchmaschinenergebnisseite eine Liste an Markierungen ab. Und die vielen Zahlen, die da gebildet werden, also ein Cloud zum Beispiel, der irgendwelche Scores hat oder so Gaming-Mechanismen, wo sie dann Schulterklappen kriegen und so weiter, bildet natürlich auch soziale Strukturen ab, ja, dass sie bestimmte Personen haben mit einer höheren oder mit einer geringeren Verlässlichkeit. Das sind aus meiner Sicht alles, vieles sind ganz naive Versuche und haben mit der Komplexität sozialer Verhältnisse nicht so viel zu tun, aber man versucht es zumindest, ja. So, das heißt, wenn jetzt jemand sagt, Sie Nerd, sage ich nein. Internetkommunikation geschieht in soziotechnischen Systemen. Wir haben immer ein technisches Element und ein soziales Element und die stehen auch in der Wechselwirkung zueinander. Guckt man sich dann die Struktur an, in der Menschen in der Interaktion sind, dann gibt es natürlich das hierarchische Modell, so Command-Control-Geschichten. Ich habe mal zwei verschiedene Visualisierungen gemacht. Es gibt dezentrale Modelle, also Unternehmen, häufig hierarchisch organisiert. Es gibt verteilte Netzwerke. Warum zeige ich das? Weil ich zeigen will, dass das Netzwerk grundsätzlich leistungsfähiger ist in seiner Kommunikationsstruktur als eine Hierarchie. Nicht mit der Hierarchie können Sie besser durchsteuern. Und da muss man sich fragen, wo sollten da Parteien und parteiähnliche Gebilde stehen? Ja, es gibt Aktivisten, die sagen, ich will ja durchsteuern. Und es gibt Netzwerke, die eben sehr verteilt sind. Und das Interessante ist eben, dass Netzwerkstrukturen einen höheren Durchsatz an Informationen erzeugen, also auch schneller sind und mehr Menge produzieren, dass sie aber auch Selektionen vornehmen. Das heißt, wenn jemand auf Twitter einen Windsturm berichtet, dann erkennen andere, die nehmen eine Selektion vor, ob dieser Tweet für ihre Follower relevant ist und machen dann einen Retweet. Also der Retweet ist ein Selektionsmechanismus, der in dem Netzwerk sozialer Beziehungen jeden einzelnen Knoten entscheiden lässt, ob es für seine anderen Knoten relevant ist. Da findet ein mehrstufiger, teilweise 10, 20 Kettenelemente langer Relevanzvorgang statt, weswegen manche ja auch gesagt haben, das war dieser eine junge Mensch vor Jahren schon, die Information findet mich, weil der Netzwerkmechanismus durch bestimmte Aktionen der Knoten die Information weiterverbreitet.
wenn jemand ein Plus Eins macht bei einem Tweet oder dazu was schreibt, zick, Quatsch oder was auch immer, dann ist das eine Art Veränderungseffekt. Hier wird also eine Information weiterverarbeitet, manchmal bis zur Unerkenntlichkeit oder bis zu so einem stille Postphänomen. Sie wird aber irgendwie im Netzwerk von den Beteiligten verarbeitet und sie erzeugt eine hohe Redundanz. Das heißt, die Chance, dass es die Leute mitkriegen, die es mitkriegen sollen, ist relativ groß, weil viele Leute entscheiden, was wichtig ist. So, ich habe das mal dann hier aufgemalt, das ist mit PowerPoint echt Arbeit übrigens, wie das beim Retweet funktioniert. Also oben der Retweet von der 1 verteilt an die 7, 8, 9, die 11 und die 12. Kommt da jetzt vielleicht noch die... Nein. Ja. Okay, ich gebe Gas. Also der Retweet verteilt auf gleichartig auf die Follower. Wenn ein Algorithmus, wie bei Facebook der EdgeRank das macht, dann ist das eine Selektion, die durch Verhaltensanalyse erfolgt. Hier sieht man noch andere Strukturen. Wichtig ist dabei zu verstehen, dass die Hubs, die nach Potenzgesetzen Follower dazubekommen, also wer hat, dem wird gegeben, das alte Matthäus-Gesetz, dass die gewissermaßen Ordnung herstellen, weil die Strukturen nach Potenzgesetzen immer gleich sind. Man sieht da rechts zwei Diagramme. Einwohnerzahlen deutscher Städte ist dieselbe Struktur wie eben diese Skalengesetze. Und Bridges erlauben Shortcuts zwischen Gruppen. Also wir haben hier bestimmte Personen, die, und das stellt auch Öffentlichkeit sozusagen her, bestimmte Personen, die an Knotenpunkt, Zwischenknoten sozusagen, Informationen von der einen Gruppe in die andere Gruppe schieben. Das heißt, Redaktionen sind prima, leisten jedoch weniger Selektion und geringeres Tempo als selbstorganisierte Verbreitungsnetzwerke. Publikationen sind prima, es kommen aber nun Personen als Orientierung hinzu. Personen werden immer wichtiger und Personen sind weiterhin Orientierungspunkte, die durch diese Power Laws wichtiger werden. Aus meiner Sicht also, im Internet werden fragmentierte Mikropublikationen systematisch verdichtet. Und das wäre dann auch die Antwort auf die Frage, ob die Öffentlichkeit fragmentiert ist. Dazu haben wir noch Effekte wie, dass Sie beim Datenjournalismus, sieht das sehr schön, dass Sie jederzeit bestimmen können, wie granular Sie auf ein Phänomen gucken. Sie können auf die einzelne Interaktion runter, Sie können sich aber auch ganze Länder und die Weltkugel angucken. Das ist auch eine auch sehr wichtige Dimension, die auch durch Meme und Shitstorms eben mit hergestellt wird. Und wir haben natürlich das Phänomen, dass wir deswegen umso weniger Theoriebildung herstellen können, weil wir immer mehr abweichende Details sehen. Wenn Sie mal den Christoph Kuklick lesen in seinem neuen Buch mit der Granularität der Gesellschaft, da sieht man das Phänomen, dass im Grunde selbst ein Konzept wie Diabetes irgendwie medizinisch zerfällt. Und das wird auch der Politik noch Schwierigkeiten machen. So, Moment. Wichtig ist aus meiner Sicht noch die Frage des Öffentlichkeitsbegriffs. Wenn man sich in einer liberalen Demokratietheorie anguckt, dann geht man eigentlich davon aus, Wertekonflikte seien irgendwie im Diskurs auflösbar. Nur was mache ich denn, wenn man wie bei der Frage von Schwangerschaftsabbruch einfach keinen Konsens darüber hat, wer hier mit Vernunft und Rationalität argumentiert? Es gibt viele Konflikte, die nicht auflösbar sind und das wird meines Erachtens durch Konflikte eben jetzt in Social Media auch sichtbar. Ich finde es deswegen persönlich richtiger oder überzeugender, eher mit neueren Theorien davon auszugehen, dass wir keine Konsensannahme mehr fällen sollten, sondern dass wir tatsächlich von einem pluralistischen Ansatz ausgehen müssen. Wertekonflikte werden ad hoc neu verhandelt und das ist auch das, was wir in der Internetöffentlichkeit sehen. Die Leute haben das Bedürfnis, sie artikulieren sich, sie fangen an zu streiten, der Streit verfliegt wieder und es gibt danach keinen Konsens, aber es gibt gewissermaßen eine soziale Markierung von Positionen, die dann synthetisch weiterverarbeitet werden, auch gegebenenfalls von Massenmedien wieder aufgenommen werden. Das erscheint mir sehr wichtig, dass jetzt Konflikte sichtbar werden, die vorher in Massenmedien so nicht ohne weiteres sichtbar wurden. Moment, Parteien. Über Parteien können wir ja gleich reden, oder? Machen wir einen Punkt.
Können Sie mich jetzt hören? Alles klar. Dann bedanke ich mich schon mal ganz herzlich für den sehr luziden, sehr komplexen Vortrag, der auch sehr zahlengesättigt war. Zum Teil, ich würde das jetzt gerne so strukturieren, dass wir eine Weile bei der, du hast den Begriff jetzt, glaube ich, gar nicht genannt, bei der Interaktionsöffentlichkeit bleiben, also sozusagen dem neuen Leitbild politischer Öffentlichkeit und dann in einem zweiten Schritt dann uns gemeinsam der Rolle annähern, die die Parteien in diesem Gefüge künftig spielen. Du sprachst von einem Übermaß an vor allem auch privater Kommunikation, 33 Millionen Facebook-User. Jetzt habe ich so ein bisschen den Eindruck, diese Überforderung, dieses Übermaß wird immer sofort kulturkritisch gewendet im Sinne von früher war alles besser. Und ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass wir ständig die ganze Zeit Günter Gauss diskutiert mit Hannah Arendt oder den Presseclub geguckt hätten. Also nach deiner Wahrnehmung ist das jetzt tatsächlich eine, also sozusagen, tun wir uns jetzt schwerer, sozusagen den politischen Diskurs aus dem Diskursgewimmel rauszufiltern? Da stecken jetzt verschiedene Fragen drin. Also ich bemühe mich, Zeit meines Lebens nicht allzu pessimistisch auf die Welt zu gucken. Ich sehe einen positiven Effekt. Und wenn ich von Überschuss gesprochen habe, dann meinte ich dieses Überschuss von Sinnangeboten. Die kann man wahrnehmen, die kann man sozusagen entgegennehmen und verarbeiten, das kann man auch lassen. Das kann zu einer Überforderung führen, aber ist nichts, aus meiner Sicht nichts Schlechtes. Im Gegenteil, ich sehe mehr und es erlaubt der Gesellschaft eben auch, ihr die Diversität, die sie hat, eben auch zu zeigen, die in einer massenmedialen Öffentlichkeit so bisher nicht gezeigt war. Wenn man sich anguckt, und das jetzt sind wir wieder bei der Vermachtung, wie tatsächlich in klassischen Medien die Bälle hin und her geworfen werden, das sind jetzt nicht Absprachen, so verschwörungstheoretisch wäre ich jetzt nicht, aber man sieht schon relativ gut Machtstrukturen, wie Debatten geprägt werden und wer sie prägt. Und wenn man jetzt tatsächlich mehr sieht über die Gesellschaft, halte ich das für einen Fortschritt. Du sprachst zugleich oder in dem Zusammenhang auch von einem Kontrollverlust, zumindest mal der angestammten publizistischen Medien. Das wird durchaus ja auch unterschiedlich bewertet, aber liegt die Pointe nicht eher darin, dass diese Abnahme der Definitionsmacht die Verlage, also das Hamburger Verlagskartell sozusagen zu Zeiten der sozialliberalen Koalition noch hatte, dass diese Abnahme von Definitionsmacht ganz, ganz viele Akteure betrifft und die damit erstmal klarkommen müssen? Ja, das durchzieht alle Bereiche der Gesellschaft. Also das hängt eben an dieser Veränderung. Deswegen reite ich da auch so drauf rum, zwischen Hierarchie und Netzwerk eben zusammen. Mhm. Nicht? Also im Netzwerk zu agieren. Es gibt ja keine reinen Hierarchien, es sind immer auch Netzwerke, aber je netzwerkiger es wird, je verteilter es wird, desto schwerer ist es natürlich auch Herrschaft auszuüben, würde ich mal behaupten. Ich sehe aber diese Trennung zwischen massenmedialer Öffentlichkeit und irgendwie Internetöffentlichkeit gar nicht so. Für mich ist beides zusammen eine neue Öffentlichkeit. Wenn man bei Facebook schaut, und da müssen sich auch klassische Medien keine Sorgen machen, dann sind es nicht allzu viele Facebook-Nutzer, die tatsächlich politische Texte schreiben, originäre Beiträge, die dann geteilt werden, sondern es sind, wenn, dann häufig Medienakteure wiederum, Journalisten, die dann etwas schreiben oder ein Til Schweiger oder Popmusiker, die es nicht lassen können. Also es sind ja bereits Akteure aus bekannten Umfeldern, die hier kommunizieren und die dann entweder sich auf Debatten beziehen, die in klassischen Medien geführt werden, oder es sind sogar, und das ist die Regel, ja Beiträge aus Spiegel Online, FAZ, Süddeutsche und so weiter, die auf Facebook dann geshared werden. Also das ist für mich ein großer kultureller Verarbeitungsprozess. Und es ist, glaube ich, bis heute so, das hat sich nicht geändert, dass in dem Moment, in dem in klassischen Massenmedien Debatten aufgenommen werden, die in Social Media stattfinden, dass tatsächlich auch nochmal eine ganze Potenz an Wahrnehmung und Reichweite mehr hat. Wenn ich mich jetzt nochmal erinnere an die sehr komplexen visuellen Darstellungen, die du gezeigt hast, also sei es über die Blogosphäre, auch sozusagen Knoten, Netzknotenpunkte im Internet, dann ist das eine vollständige Absage, glaube ich, an das, was Habermas uns so aufgetischt hat. Der hat sich bekanntermaßen sehr wenig zum Internet geäußert, hat das kaum mehr in seine Öffentlichkeitstheorie
eingearbeitet, aber an einer sehr prominenten Stelle hat er von einer zentrifugalen Kraft der Kommunikation im Internet gesprochen, die sich auch nicht zurückholen ließe. Zentrifugal ist anders als das, was du gezeigt hast. Ja, das ist ein Punkt, wo ich mich noch nicht ganz aus der Deckung traue. Meine Wahrnehmung ist sowohl, also Habermas, ja, sehr, sehr kritisch gegenüber der sogenannten Internetöffentlichkeit. Das machen aber auch die Luhmannianer, die von dem Zerfall der Öffentlichkeit sprechen, weil sie gar keine Grenze mehr zu anderen Systemen hat. Da spricht man also auch davon, die Öffentlichkeit sei gar nicht mehr da. Ich gucke da tatsächlich anders drauf. Also für mich ist sie größer, sie hat mehr Teilnehmer, aber weil ich eben nach Interaktionen gucke, wie soll ich sagen, also sie wird komplexer, aber sie ist dadurch nicht gefährdet. Im Gegenteil, sie wird hergestellt. Jetzt gibt es hier an dieser Stelle schon zwei Fragen, die würde ich gerne aufnehmen, bevor wir dann die Runde sofort auch erweitern. Mikros sind in der Nähe? Ja, hervorragend, der Mann in der ersten Reihe. Ja, Rudolf Späth, vielen Dank für Ihre guten Ausführungen. Und ich würde da gerne direkt dran anschließen, weil dieser Vortrag zeigt mir, dass Sie einen Kontrapunkt gemacht haben zu dem, was gestern war. Und Ihre Vorbemerkungen waren insofern von Bedeutung, weil wir, oder beziehungsweise weil ich die Beobachtung gemacht habe, dass wir, oder beziehungsweise wenn wir fragen, welche Begriffe benutzen wir, mit welchen Wörtern beschreiben wir Dinge, beschreiben wir Gesellschaft, dann kommen, und gestern war das deutlich, im Begriff der Krise, und Sie haben sich ja gegen den Begriff des Zerfalls, der Fragmentierung und der Zerfaserung gewendet, und das sind alles Begriffe, die aus der Medizin, das sind Krankheitsmetaphern kommen, und interessanterweise, Habermas verwendet auch die Krankheitsmetapher. Sein wichtiges Buch von aus den 60er Jahren, Verfall der Öffentlichkeit, sozusagen. Und ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass Sie genau sozusagen gesagt haben, nee, es geht nicht um Fragmentierung, es geht nicht um Zerfall. Sie haben es hier jetzt nochmal positiv gewendet. Das heißt, kurz und gut, die Linke, das kann man seit 20, 30 Jahren oder seit 200 Jahren, seit der Französischen Revolution beobachten, pflegt einen Diskurs, der mit Krankheitsmetaphern arbeitet, sozusagen, also mit medizinischen Metaphern arbeitet. Und die Frage ist, ist das richtig? Beschreiben wir mit diesen Begriffen das, was Öffentlichkeit ist, richtig und das, was Gesellschaft ist, richtig? Also sozusagen, das war eine Vorbemerkung oder eine Bemerkung, wo ich mich bedanken würde, dass Sie einen Kontrapunkt gesetzt haben zu dem, was gestern war. Zweiter Punkt ist eine Nachfrage. Sie haben gesagt, es gibt ungefähr 900 Millionen Nutzern, glaube ich, von Öffentlichkeit oder sowas. So, und da ist mir eine Zahl in den Sinn, also wenn das stimmt, dann würde ich sagen, ist mir eine Zahl in den Sinn gekommen. Ich habe vor kurzem einen Bericht gelesen über die Kinonutzung 1943 während des Zweiten Weltkrieges in Deutschland. Dort gingen unglaublich 1 Milliarde Leute in den Kinos. Also wir hatten in Deutschland 1943 1 Milliarde Kinobesucher. Und die haben ja nicht amerikanische Filme gesehen, sondern sie haben deutsche Filme gesehen. Und das heißt, und Jud Süß hat beispielsweise 20 Millionen Besucher gehabt, also Zuschauer. Und das heißt, es gibt hier in Deutschland ein Archiv, da sind 1000 Nazi-Filme drin, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Und die wurden in der Zeit zum großen Teil gezeigt. Das zeigt mir nochmal meine Frage, ja, ich komme sofort zum Punkt, sozusagen, wie kann man diese 900 Millionen User oder Teilnehmer der Öffentlichkeit charakterisieren gegenüber sozusagen dieser 1943 Nazi-Öffentlichkeit oder sowas? Könnten Sie das Mikro an den Herrn mit dem grünen Pullover weitergeben? Der hatte auch eine Frage, meine ich. Ach, dahinter, genau, richtig.
Ja, vielen Dank, Herr Kappes, für viele interessante Einsichten. Ich fand es sehr interessant, wie Sie uns viel Empirie zum Internet geliefert haben und damit auch gezeigt haben, wie schwierig eigentlich empirische Forschung ist, wenn man sich tatsächlich Internetkommunikation angucken will. Ich habe aber ein bisschen eine Frage. Ich will nicht zu dem Punkt zurück, früher war alles besser, aber ich will doch ein bisschen in Frage stellen, Ihre doch tendenzieller Optimismus, dass es heute doch eine Tendenz gibt, dass die Öffentlichkeit inklusiver wird, dass der Prozess inklusiver wird. Und zwar fand ich es ganz interessant, was in Ihrer Habermas-Darstellung nicht vorkam. Und zwar für Habermas ja ganz zentral ist die Verknüpfung eigentlich der Öffentlichkeit zum politischen System und da insbesondere das Schleusenmodell. Also es ist nicht jede politische Kommunikation ist für das politische System interessant, sondern das politische System nimmt eine Auswahl vor und das politische System schleust halt nur gewisse Informationen in das politische System ein. Und dann ist natürlich die interessante Frage ist, wie sind diese Schleusen ausgestaltet, wie sind diese Schleusen vermachtet, welche Kommunikation kommt da an. Das heißt sozusagen, selbst wenn die Öffentlichkeit irgendwie inklusiver wird, heißt das noch nicht, dass sozusagen die Öffentlichkeit, die tatsächlich mit dem politischen System kommuniziert, öffentlicher wird. Und ich glaube, wenn wir uns diese Strukturen angucken, wie weiterhin Öffentlichkeit in das politische System geschleust wird, glaube ich nicht, dass da irgendwie ein Prozess der Entmachtung oder Ähnliches stattfindet. Man könnte sogar sagen, Sie haben gesagt, irgendwie die alte, tradierte Öffentlichkeit war irgendwie weiß und männlich. Also dann würde ich mich fragen, ist die neue Öffentlichkeit, ist die nicht noch viel weißer, ist die nicht noch viel männlicher, ist die nicht noch viel heteronormativer? Also ich weiß nicht. Und ist dieser Prozess der Entmachtung wirklich in Gang gesetzt oder ist es nicht eigentlich eine andere Öffentlichkeit, die entsteht, die aber immer noch genauso vermachtet ist wie die bisherige Öffentlichkeit? Also ich reformuliere es nochmal. Unterliegen wir der Gefahr einer umgekehrten Idealisierung dieser Lego-Öffentlichkeit, die es heißt? Zunächst mal vielleicht zu Ihrem Punkt. Also ich habe eine Antwort auf die Frage gesucht, ist die Öffentlichkeit fragmentiert? Ich habe zu der Frage, wie weit sie vermachtet ist, mich, glaube ich, eher zurückgehalten. Also zumindest war mit der Aussage, sie sei inklusiver, war von meiner Seite aus nicht gemeint, dass sie weniger vermachtet ist und dass jetzt nur noch Frauen, Sie wissen schon, was ich meinen will, Herrschaft ausüben. Ja, also, dass wir auf dem Weg ins Matriarchat sind, habe ich jetzt nicht behauptet. Mir ging es da, mit Inklusivität, meine ich, wie die Grenzen sind zwischen sozialen Gefügen. Und diese Grenzen öffnen sich, eben weil es zum Beispiel diese Bridges gibt, die Informationen hin und her schwappen. Was mir wichtig ist, ist, dass das auch keine inhaltliche wertende Komponente hat. Also wenn Sie mich fragen würden, welche Auswirkungen hat das auf die Gesellschaft, dann würde ich zunächst mal sagen Überforderung, ja, weil es ist viel und weil die Informationen die immer granularer werden und sie auch immer sehr viel widerstreitende Positionen finden, wird die Orientierung immer schwerer. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Effekte. Der eine Effekt ist, dass Menschen sich davon abwenden und sich den Vereinfachern zuwenden. Das ist eine Gefahr, klar. Und eine Gefahr ist auch, dass die übrigen überfordert sind, aber bei dem Versuch, ihre Überforderung nicht zuzugeben, Fehler machen, die sie auch nicht zugeben. Aber wenn Sie mich fragen, was ich zum Beispiel mit Politikern erlebe, mit denen ich ja manchmal auch spreche, dann sagen die schon in einer Art und Weise, die sie nicht in der Tagesschau sagen, dass sie überfordert sind von bestimmten Phänomenen. Also alle Netzdebatten sind schwierig. Allein die, die ich kenne, sind wirklich schwierig und es ist gar nicht so leicht, eine Linie zu finden. Und da sind auch Politiker überfordert und das wäre der dritte Teil sozusagen, dass die Politik da auch andere Rollen finden muss für sich. Zum Beispiel sich auch als Change Manager begreifen und auch als Moderator begreifen und nicht unbedingt dem alten monarchistischen Führerideal sozusagen hinterherlaufen muss. Ja. Andere Frage, was war noch? Also biologische, also erstmal Metaphern sind sowieso ein Problem. Da kann man über das aktuelle Buch von Douglas C. Hofstetter, der hat gerade über die Analogie so einen dicken Schinken geschrieben, der liegt nur auf meinem Nachttisch, den würde ich Ihnen empfehlen, der ist sehr dick.
zu den Problemen der Analogiebildung. Wenn es biologistisch wird, dann wird es immer gefährlich. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt ein Phänomen der Linken ist oder ob das nicht nur einfach der Wunsch nach Vereinfachung ist, weil für biologistisch sind auch die Rechten nicht unbekannt. Problem. Jetzt haben wir bereits mehrfach über die Frauen gesprochen. Jetzt wollen wir auch die Frauen gerne auf die Bühne bringen. Ich begrüße zunächst Linnea Riensberg. Komm doch bitte mal in unsere Mitte. Denn besser können wir jetzt das Thema Öffentlichkeit gar nicht verknüpfen als mit dir. Du bist Geschäftsführerin der Plattform Public Sphere. Was ihr genau macht, sollten wir gleich mal besprechen. Du warst vorher festangestellt bei der Digitalen Gesellschaft, vielen bestimmt bekannt als sozusagen netzpolitische Pressure Group, und du hast auch Erfahrung gesammelt mit auch lokalen Beteiligungsformen. Also es ist mitnichten so, dass du dich nur politisch sozusagen im Internet getummelt hast. Ihr habt eine Plattform gegründet, die erstmal unabhängig ist und gemeinnützig und den Versuch macht, politische Diskurse zu initiieren, zu inszenieren. Was war denn auch jetzt in Bezug auf das, was wir gesagt haben, die alte massenmediale Öffentlichkeit, stand davor eine Defizitanalyse? Also was war sozusagen das Defizit, auf das ihr antworten wolltet mit Public Sphere? Also ich muss dazu sagen, dass ich bei kein Mikrofon habe, danke, dass ich natürlich nicht diejenige war, die am Anfang das Ganze entwickelt hat, sondern es ist aus einer Doktorarbeit hervorgekommen, die Maite Peters, jetzt Maite Schomburg, geschrieben hat zum Thema europäische Öffentlichkeit und festgestellt hat, dass es zwar viele Möglichkeiten geben könnte, diese aber nicht genutzt werden. So, dass es zwar viele Blogs gibt, also sie hat damals sich viel beschäftigt mit diesen europäischen Ebenen, dass es da vieles gibt, aber das dann eher zerfasert ist oder wie man es auch immer bezeichnen will, sehr einzeln dasteht und es eigentlich nichts gibt, wo wirklich überparteilich diskutiert wird. Und das war ihr Anlass, zu sagen, wir müssen doch irgendwie in der Lage sein, aus unterschiedlichen Regionen kommend, aus unterschiedlichen politischen Backgrounds stammend, einen Diskurs herzustellen. Und lass uns sonst doch mal versuchen, das online zu machen und nicht nur auf Parteiplattformen, sondern auch übergreifend. Und wie würde dein Fazit da aussehen? Ist euch das gelungen, da einen eigenen Ort, einen Netzknotenpunkt oder einen Hub zu schaffen? Sehr klein, aber ich glaube, wir haben einiges geschafft. Das ist aber mit viel, viel Mühe behaftet. Also das bedeutet, egal welche Art von Partizipation, welche Art von Diskurs man überhaupt erschaffen möchte, wenn es nicht irgendwie so bestimmte Momente gibt, die, wo was über schwappt in irgendeiner Art und Weise, bedeutet, dass das viel, ich würde es mal sagen, Facilitation stattfinden muss. Mhm. Also ob ich nun einen Partizipationsprozess in einer Region, im Ortsteil mache oder online, das bedeutet, ich muss überall die Leute erstmal dazu bekommen, Interesse zu haben und eine Motivation zu haben, zu wissen, wofür sie das machen und den Spaß zu entwickeln, dass der Diskurs an solcher auch sie selber weitertreibt und ja, eine Selbstverwirklichung irgendwie sein kann, dass da auch nachher was bei rauskommt. Und das ist ziemlich schwierig und man muss, glaube ich, ganz viel experimentieren, aber in bestimmten Situationen haben, glaube ich, das schon sehr gut hinbekommen, auf einer qualitativ hochwertigen Ebene Diskurse herzustellen. Aber da auch immer ganz wichtig, wir haben es eigentlich nie geschafft, das nur online zu machen. Es war immer ein Punkt, dass wir auch geguckt haben, wie können wir das hinbekommen, also nicht wie können wir es hinbekommen, sondern es wurde von Monat zu Monat eigentlich für uns klarer, dass wir den Offline-Teil nicht vergessen dürfen dabei. Also es geht nur ein Hin- und Herspiegeln von, also es geht nicht nur auf der einen Ebene oder auf der anderen Ebene. Jetzt hat ja Christoph Kappes auch nochmal darauf hingewiesen, dass Relevanz heute messbar ist, auch gemessen wird.
sozusagen, dass es auch zur Folge hat, dass Individuen im Prinzip agieren wie Medien, weil sie die Dynamiken wissen, weil sie wissen, wann man zu welcher Uhrzeit twittern muss, damit man die höchste Response-Rate bekommt. War das nicht für euch auch ein Problem? Also ich stelle mir vor, da gibt es für eine Plattform, gibt es eben auch Geldgeber und so weiter. Und wie bemisst sich die Relevanz von so einem Diskursort, den man geschaffen hat? Also das, ist das immer eine, zwangsläufig eine subjektive oder habt ihr irgendwie andere Indikatoren für euch gehabt? Ja, hier dringen wir mal durch. Also ich würde sagen, das größte Problem war am Anfang, ich muss dazu sagen, auch noch vor meiner Zeit, dass da Kriterien festgelegt worden sind für, also auch von den Stiftern, also die Stiftung Mercator hat so die ersten Jahre davon finanziert, dass denen war ganz wichtig, wie viele registrierte NutzerInnen sind da drauf, wie viele PolitikerInnen, das war das Einzige, was wirklich zählte, vielleicht, also Reichweite noch. Und das, also es ist ja einfach extrem schwierig, wie kann man Qualität bemessen? Wie bekommt man das hin, Räume zu schaffen, in denen sich alle wohlfühlen und das auch noch darzustellen, dass sich Menschen wohlfühlen und dass ein Diskurs entsteht? Ist das vielleicht davon abhängig, was nachher dabei rauskommt? Da sind wir, glaube ich, auch nicht gut. Also da sind wir viel, viel, viel zu klein. Das ist ja mehr, wir sind eher eine Idee, wie es sein könnte. Ja. So. Großes Problem erst recht in einer Welt, die auf der einen Seite Parteien hat, zu denen wir bestimmt ja nochmal kommen, und auf der anderen Seite es einfach Akteure gibt, die wie Stiftungen eigentlich nicht, sag ich mal, legitimiert sind, so wie Parteien, und die wiederum Finanzquellen sind für solche Sachen wie wir. Denen es auch wichtig ist, dann so einen überparteilichen Raum herzustellen. Obwohl ich auch immer wieder sagen würde, ich stelle mir manchmal die Frage, inwieweit ist eine Überparteilichkeit dann doch wirklich wichtig, oder ist es nicht viel wichtiger, klare Positionen herzustellen und da dann einen offenen Diskurs darüber herstellen zu können. Also, weil das funktioniert immer noch, eine klare Meinung, da gibt es Reaktionen zu. Also die Frage der sozusagen digitalen Diskursorte scheint doch ganz zentral zu sein. Es ist nämlich so, Christoph Kappes hat einen Begriff gewählt mit der, ich glaube, Mikroöffentlichkeit. Das ist interessanterweise genau, liegt ganz nah an dem, was Kaya Timm hier präsentiert hätte, wenn sie nicht Opfer der Umstände geworden wäre mit der Mini-Public sozusagen, also kleine, parzellierte, dynamische Öffentlichkeiten, die aufploppen und wieder verschwinden. Und daran sehen wir schon, dass das für alle beteiligten Akteure auch schon tatsächlich, also intellektuell und vor allem auch konzeptionell, wirklich eine Herausforderung bedeutet. Vielleicht können wir das mal im Hinterkopf behalten. Ich habe da oben aber mindestens zwei Fragen gesehen, die sich angeschlossen haben. Können sich die betreffenden Leute noch mal melden? Oder hat sich das jetzt schon erledigt wieder? Ist das schon wieder... Okay, dann, Christoph, an dich nochmal die Frage. Also, ich möchte dann nochmal darauf zurückkommen, auf dieses kulturkritische Moment der Überforderung. Du hast den Begriff auch selbst so gebracht. Und was du aber präsentiert hattest, waren eigentlich technische Wege zu filtern, auch technische Wege, Kohärenz zu stiften. Wenn ich das nicht drauf habe, wenn ich da nicht mich kompetent bewege, bin ich exkludiert dann aus der digitalen Öffentlichkeit? Ja, ich denke schon, dass das ein Problem ist. Also Digital Divide sozusagen ist nochmal ein extra Problem der ganzen Geschichte, weil zu verstehen, wie man diese Techniken einsetzt und auch zu verstehen, wer sich wie maskiert und wo ein Massenmedium wie ein Massenmedium agiert, nicht? Gerade wenn Social Media ich habe versehentlich gestern die EU-Kommission auf Twitter geduzt, aber das Massenmedien mich duzen und sprechen, als wären sie mit mir in einem oralen Raum, also verstehen Sie mich nicht falsch, also als würden sie einfach mit mir sprechen, das kann total irritieren, genauso wie umgekehrt sich eben Einzelpersonen wie eine FAZ-Leitkommentar gebären in dem, was sie tun. Ich glaube, dass das Medienkompetenz wichtiger wird. Und da auch immer mehr Leute den Anschluss verlieren könnten. Aber ich sehe das
als eine Gefahr, die die Gesellschaft auch in den Griff bekommt, also indem eben alle diese Techniken auch lernen. Also man kann es ja auch beobachten, dass Politiker natürlich auch immer wieder immer versierter auch werden, sozusagen mit Social Media umzugehen. Für mich, ich hatte persönlich mal ein Erweckungserlebnis vor einigen Jahren mit Peter Tauber, da war der noch nicht Generalsekretär der CDU, sondern Mitglied der Enquete-Kommission. Ich fragte ihn was auf Twitter und nach 20 Sekunden kam die Antwort. Das findet man erstmal außergewöhnlich befriedigend, weil man sagt, okay, der MdB antwortet und steht Gewehr bei Fuß. Im zweiten Gangschritt ist es wahnsinnig erschreckend, weil es ja vielleicht 80.000 andere Menschen gibt, die dann noch irgendwelche Fragen abwerfen. Also Stichwort Beschleunigung und vielleicht auch doch wieder eine Verlangsamung. Ist es eine Strategie, die sich wohlfeil vielleicht formulieren lässt, aber leider nicht umsetzen? Jetzt hätte ich fast gern einen Flipchart, wo ich was male. Also oben habe ich politische Prozesse, die nach rechtsstaatlichen und auch überprüfbaren Verfahren formale Ergebnisse bringen, nämlich Code, den man Gesetz nennt. Das ist die obere Schicht sozusagen. Und darunter haben wir ein amorphes soziales Gebilde, das in ganz vielen Mikro-, Makro-, Nano- und Pico-Öffentlichkeiten diskutiert. Ich glaube, dass wir darüber reden müssen, ob die Schnelligkeit, die unten sozusagen nicht vermeidbar ist, wie man die vom politischen System sozusagen aufnimmt oder wie man sie umgekehrt auch puffert oder entkoppelt gewissermaßen. Weil oben geht es um Legitimationsprozesse und diese Legitimationsprozesse beruhen darauf, dass möglichst viele Menschen das zumindest für einen vertretbaren Standpunkt halten. Also man muss da jetzt nicht über eine Konsenstheorie diskutieren, sondern das muss irgendwie vertretbar sein, was dort in der Politik an Entscheidungen exekutierbar beschlossen wird. Und das bedeutet, Politik ist langsam. Und sie wird auch immer langsamer werden, je mehr Beteiligte mitzureden haben. Wir sehen das ja heute auch bei Planverfahren beispielsweise, die immer länger werden. Und die Politik wird immer mehr Probleme haben mit dem Tempo, wenn sie, und das muss sie meines Erachtens, eine Integrationsleistung erbringen muss, weil ich habe eben ständig wechselnde Teilöffentlichkeiten und ich habe auch gar keine Adresse mehr wie früher. Ja? Früher hat man sich mal überspitzt gesagt mit Werner Höfer, Frank Schirmacher und noch 5 Leuten mal im Hinterzimmer zusammengesetzt und eine schöne Zigarre geraucht. Ich mache es jetzt wirklich mal bildhaft. Ja? Dann hatte man ein Thema, wo man sagen konnte, so, jetzt haben wir mal sie mal aufgeklärt und dann wurde die Debatte strukturiert. Das geht heute so nicht mehr. Sie haben als Politiker gar keine Adresse mehr. Sie müssen eventuell mit ganz vielen Leuten kommunizieren, weil sie gar kein Gegenstück mehr haben. Ich glaube, dass man das politische System bewusst entkoppeln muss, weil es langsamer agieren muss als die darunter befindlichen sonstigen sozialen Systeme. Also bitte stören Sie sich jetzt nicht an drüber und drunter und solchen Sachen. Das können wir auch gerne 180 Grad oder um 73 Grad drehen. Da war eine Frage von dem Herrn in Türkis. Wenn man da die Überschrift da oben liest, Parteiendemokratie, wenn man das übersetzt, könnte man auch sagen Parteienvolksherrschaft oder Parteien oder Volksherrschaft. Und was Sie dargestellt haben, ist in meinen Augen erstmal, dass viele, viele Menschen, die bisher sozusagen in der Öffentlichkeit nicht auftreten konnten, jetzt sozusagen ihre eigene Öffentlichkeit herstellen. Das finde ich einfach nur positiv. Sozusagen, das entspricht eigentlich sozusagen, die Technik hilft der Individualisierung, die sowieso seit Jahrhunderten im Gang ist, sozusagen ihr Instrument zu finden. Die Zersplitterung oder die Verlangsamung wäre meiner Ansicht nach durch ein ganz einfaches Instrument, und das interessiert mich gerade bei der ganzen Frage hier, zu verändern, indem man jetzt nicht nur auf die Sinngebung und auf die intellektuellen Vielfältigkeiten hinguckt, sondern auf die Möglichkeit der Entscheidung. Und es ist ganz einfach, wenn wir mehr direkte Demokratie hätten, dann würde diese Vielfalt sich auf eine ganz einfache Art bündeln. Sie würde sich auch verlangsamen, denn ein Prozess, meinetwegen, wenn wir einen Bundesvolksentscheid hätten, würde so ein Prozess
anderthalb Jahre dauern. Da würden einerseits diese vielen Menschen alle anfangen mitzudiskutieren, mitzudenken, im Großen und im Kleinen. Und am Ende steht eine Entscheidung und das wäre die Bündelung. Und wir würden dann eben wirklich wieder mehr zu der Demokratie kommen. Draußen ist ja, hängt ja von Augstein die Frage Demokratie oder Kapital. Denn über den Parteien steht ja immer noch das Kapital. Anonym, egal welche Partei. Überall ist immer das Kapital als Herrschaft oben drüber. Das wäre die dritte Herrschaftsecke. Und die Frage, ob die Zukunft der Parteien, wie in der Schweiz, sich sehr stark verändern würde, diese ganze Vielfalt aufnehmen müsste, sozusagen, wenn wir mehr Volksentscheide hätten, und zwar gerade auf der Bundesebene. Ich glaube, dass Sie mit Ihrer Frage auch sehr gut aufgehoben sind in dem mittleren Block. Ne? Heute Mittag, wo es doch sehr stark um den Funktionswandel nochmal gehen wird, der Parteien. Ja, Sie bitte nochmal. Ja, Herr Kappes, Sie sagten ja, dass Sie feststellen, dass teilweise die Politiker überfordert sind. Meine Frage ist, stellen Sie da Korrelation zum erlernten Beruf fest? Ist es so, dass Historiker vielleicht mehr Schwierigkeiten haben als zum Beispiel Informatiker? Ich habe es akustisch jetzt, oder wir haben es nicht akustisch. Ah, okay, die Frage war, ob, also Sie sagen, Politiker sind teilweise überfordert. Die Frage wäre, ob da eine Korrelation besteht zum erlernten Beruf. Ob jetzt zum Beispiel eine Physikerin wie die Merkel Vorteile hat, die komplexe Welt besser zu verstehen, gegenüber einem Historiker. Ich habe es noch immer noch nicht ganz verstanden. Die Korrelation zwischen einem beruflichen Background der Politiker und? Ein Physiker oder ein Informatiker die komplexe Welt besser versteht als ein Historiker. Also sozusagen. Also damit unterstellen Sie, Frau Merkel ist einfach digital besser als, das war eine Frage, als das war eine Ihre Frage. Juristischen Kollegen beispielsweise. Ja, ob sozusagen jetzt andere Berufsgruppen sozusagen sich leichter orientieren in der komplexen Welt, als es vielleicht vor 20 Jahren der Fall war. Wie seht ihr das? Ja. Also nein, so einfach geht das nicht. Aber wenn Sie zum Beispiel gucken, wie man im Moment in der Wirtschaft über Führung diskutiert, dann finden Sie heute so Mischmodelle, weil man auch immer diskutiert hat, soll man das eher hierarchisch machen, kooperativ und so weiter. Heute gilt eigentlich situative Führung als der richtige Ansatz. Und ich glaube nicht, dass es einen Zusammenhang zu Berufsgruppen gibt. Berufsgruppen haben aber natürlich, wenn man an ihnen längere Zeit teilnimmt, immer so ihre Eigenschaften, wie sie denken und wie sie argumentieren. Und ich als Jurist zum Beispiel stoße bei Juristen immer auf Muster, die es mir sehr schwer machen im Laufe der Zeit, weil sie immer davon reden, was soll, und dann muss das durchgesetzt werden. Und das ist zum Beispiel so ein Pattern, was Juristen immer wieder bieten, und damit haben sie zum Beispiel Schwierigkeiten, mit Veränderungen klarzukommen, weil sie einfach normativ sagen, das soll und das kommt jetzt ins Gesetz. Und dann ist es egal, ob das 200 Fälle im Jahr sind, wie jetzt gerade, oder ob das irgendwas bewirkt oder ob damit irgendwas nachweisbar passiert, sondern es soll. Und ich glaube, diese Berufsdeformationen bringt jeder Beruf auf seine Art und Weise mit. Ich will das jetzt nur für Informatiker, bleibt häufig der kulturelle Aspekt völlig unten liegen. Ja, also da ist aber jetzt nicht der eine besser als der andere, sondern in dem Moment, in dem sie zusammen agieren, interdisziplinär, als Netzwerk übrigens, macht das wieder Sinn. Linnea, was hast du studiert? Ich habe einen Mischmasch. Ich hab Journalistik, Philosophie und so, also alles Mögliche studiert. Und ich glaube, dass, weil du gerade von dem Netzwerk auch nochmal gesprochen hattest, dass es wirklich darum geht, ich hätte gerne eine Physikerin und einen Juristen zusammen, aber bitte nicht nur die beiden, die sich irgendwie für meine Belange im Endeffekt irgendwie einsetzen, weil mit denen hätte ich auch meine Probleme. Und wenn wir es irgendwie hinbekommen, Räume zu schaffen, in denen alle zusammen miteinander agieren können und über bestimmte Themen argumentieren und auch unterschiedliche Argumentationsformen möglich sind, dann wäre das ja ein Traum. Und ich glaube, dafür müssen wir aber Parteien und bestimmte Räume irgendwie nochmal anders
versuchen herzustellen, beziehungsweise da auch, weil du das eben meintest, auch ein bisschen mehr Zeit wieder reinbringen. Also ich finde das nicht schlimm, dass Herr Tauber dir sofort antwortet, da habe ich keine Angst vor, weil wir haben ein großes Problem damit, dass wir die Pyramidenstruktur nun mal haben und nicht jeder Mensch Herrn Tauber anschreibt. Und wenn wäre es schön, dann könnte er vielleicht, hat er ein Team von Leuten, die noch reagieren, so. Oder dann schreibt man zurück, sorry, hier kommt ein Tweet für alle oder was, es gibt genügend Möglichkeiten, aber eine gewisse Art von Entschleunigung finde ich schon sinnvoll, um alle Argumente irgendwie anzuhören und einen Prozess zu gestalten und nicht so situativ zu reagieren, wie das vielleicht gerade bei Herrn Stoiber, wollte ich gerade schon sagen, Frau Merkel und wie kann ich denn nicht mehr, Seehofer, genau, gerade passiert. Dass es wirklich noch Möglichkeiten gibt, nachzudenken und nicht nur auf das, was außen gerade ist, zu reagieren. Gut, es wird dringend Zeit, dass wir unsere Runde komplettieren. Und ich möchte Sandra Marmic jetzt auf die Bühne bitten, die mir vor zwei Tagen oder mehreren Tagen am Telefon schon sagte, wir können nicht immer auf die Politik warten, wir müssen das selbst machen. Sandra ist von Haus aus Sandra weiß sehr genau, dass Politik ein dickes Brett ist, das man bohren muss, und sie weiß das vor allem aus einem politikberatenden, aktivistischen Hintergrund. Sie engagiert sich in gleich mehreren Non-Profit-Organisationen in der schon bereits erwähnten digitalen Gesellschaft in Berlin, dann in einer Umbrella-NGO, die in Brüssel ansässig ist, European Digital Rights, die eine weite Palette von Datenschutz bis über Netzneutralität bis hin zu Urheberrecht bearbeitet und auch bei Refugees Emancipation in Potsdam sind die, glaube ich, angesiedelt, wo es eben darum geht, Zugänge zu schaffen für Flüchtlinge und sozusagen das digitale Menschenrecht oder Grundrecht auf Informationen, Informationszugang zu stärken. Und du hast jetzt eine ganze Weile zugehört, du saßt aber gestern auch im Kino, ich weiß, und hattest das große Glück, den Film mit dem, die Dokumentation mit dem sprechenden Titel Democracy zu gucken. Ganz kurz für die, die es nicht wissen, Democracy ist eine Nahbeobachtung eines grünen Europaabgeordneten von Jan-Philipp Albrecht, der federführend das Dossier der Datenschutzgrundverordnung verantwortet. Wenn man so einen Begriff aufwirft wie Datenschutzgrundverordnung, dann dämmern schon, glaube ich, ein paar Leute weg. Aber ich habe so die Vermutung, das ist sehr spannend und sehr lehrreich, diese Nahbeobachtung mal zu sehen. Ja, extrem. Aber ich kannte natürlich auch alle Akteure, weil ich schon früher im Europaparlament auch mal für ein paar Wochen sozusagen hospitiert habe und schon diese ganze Aufregung im Vergleich zum Bundestag, wo ich in der Zeit gearbeitet habe, mitbekommen habe, dass man da tatsächlich die Chance hat, etwas zu verändern, selbst als kleiner, junger, grüner Abgeordneter sozusagen. Das fand ich schon damals super aufregend, 2011 war das, glaube ich. Und jetzt zu sehen, wie sich alle Akteure da auch weiterentwickelt haben, war natürlich schon mal sehr, sehr spannend. Aber dann waren auch für alle anderen Leute im Raum, war das auch ein sehr interessanter Film. Also ich habe da niemanden gesehen, der eingeschlafen ist, von daher hoffe ich, die These da bestätigen zu können, dass tatsächlich mit diesem Kinofilm und der Internetstar Jan-Philipp Albrecht, der ja sehr viele Follower hat, der sehr viel interagiert, der sehr, sehr aktiv ist auch in sozialen Medien mit dem Thema Datenschutz und mit dem Thema Netzpolitik, was ja schon, wenn man so lange komplizierte Wörter hört und wo man auch so komplizierte europäische Strukturen sich anschaut, immer noch ja eine große Hürde einfach darstellt für die Beteiligung. Also wenn man sich erstmal für mehrere Monate in eine europäische Struktur einlesen muss oder in ein 4000-seitiges Anmerkungsdokument für Änderungsanträge, dann ist es einfach ja für die Partizipation an der Politik oder auch an der Parteipolitik unheimlich hohe Einstiegshürde. Und ich glaube, mit dem Film kann man dadurch schon
oder durch den Film kann man auch schon sehr viel erreichen, dass Leute sich da stärker mit beteiligen können. Bleiben wir noch mal kurz bei dieser sozusagen realpolitischen Episode. Der Jan-Philipp Albrecht stand mit seinem Entwurf der Verordnung ganz stark unter Beschuss, weil er vor allem den großen Internetkonzernen einfach nicht geschmeckt hat, weil er letztlich versucht, den Goldstandard des deutschen Datenschutzes auf europäischer Ebene auszudehnen. Würdest du sagen, ihm hat es geholfen, dass er auch, Stichwort Twitter und so weiter, dass er in den sozialen Medien einen gewissen Resonanzraum und damit auch Support für seine Anliegen sammeln konnte? Oder ist das was in dem Film jetzt vollkommen ausgeblendet bleibt? Das passierte da eigentlich überhaupt nicht in dem Film. Also er hat versucht, sehr, sehr stark auf die Prozesse, die wirklich vor Ort stattgefunden haben, einzugehen, auf die Gespräche, die tatsächlich vor Ort stattgefunden haben mit den ganzen Lobbyisten, aber eben auch mit einzelnen Vertretern der Zivilgesellschaft. Und vor allen Dingen auch diese ganzen Shadow-Meetings, wo die einzelnen Fraktionen ihre Berichterstatter, ihre zuständigen Mitglieder hinschicken, um tatsächlich miteinander zu verhandeln. Das war so eine der Runden, die eigentlich am häufigsten in dem Film stattgefunden hat, weil das auch genau die Runde ist, die man am seltensten überhaupt mitbekommen kann, weil da tatsächlich aus den 5, 6, 7 Fraktionen eben jeweils 2 Leute sitzen, ein Abgeordneter und ein Mitarbeiter, aber eben die Presse natürlich in so einer Kompromissaushandlung ausgeschlossen ist, wenn man das auch eigentlich, ja, und das ist halt das Spannendste daran, glaube ich, diesen Bereich hinter den verschlossenen Türen auch sehen zu können. Da komme ich vielleicht auch tatsächlich zu der Frage, weil gestern wurde einmal gesagt, das Hinterzimmer sei doch im Grunde genommen für den politischen Prozess nach wie vor sehr, sehr wichtig und nicht dieses sozusagen Ausgesetztsein einer ständig wachsamen Öffentlichkeit. Findest du dich da auch wieder? Also auch so im Zusammenhang zu Jan-Philipp Albrecht, glaube ich, weil, also der ist eine faszinierende Persönlichkeit, was aber auch daran liegt, dass er bei den Grünen ist und jung ist und Ahnung hat und die Grünen aber auch in der Lage waren, ihnen eine Rolle zu geben. Also das hat er selber mal gesagt, im Gegensatz zu, als es um netzpolitische Themen ging in anderen Parteien, warum die sich auch nicht so durchsetzen können. Er hat sich selbst und die anderen haben ihn auch dazu gemacht, also diese Rolle war möglich für ihn. Und ich glaube, das ist nochmal der Unterschied. Einerseits glaube ich immer noch, dass die Hinterzimmer erst recht, was ich auch persönlich aus Brüssel mitbekomme, immer noch sehr, sehr wichtig sind. Also die ganzen Triloge, die ganzen Shadow-Meetings und sowas, das geht nicht ohne. Erst recht in einem Parlament, in dem es eigentlich sozusagen eine große Koalition gibt, wo immer wieder ausgehandelt werden muss und niemand sich alleine durchsetzen kann, weshalb immer irgendwo Anpassungen stattfinden müssen. Also wenn ich jetzt nicht diese Änderung von der Fraktion mit einbringe, weiß ich, das wird nicht durchs Parlament gehen. Das ist eine extreme Aufgabe. Ich habe den Film leider nicht gesehen, aber ich glaube, das wird da schon deutlich drin werden, wie schwierig das ist, aber gleichzeitig diese Rolle zu haben, im Hintergrund zu agieren und eine Persönlichkeit zu sein und nach außen mit Leuten in Kontakt zu treten. Und Jan-Philipp Albrecht ist gut damit, überall auch mal anwesend zu sein und sich darstellen zu können in einer positiven Art und Weise. Aber ich glaube, da ist es auch so, dass es nicht ohne das eine geht. Also er wäre nicht erfolgreich, wenn er nur nach außen kommunizieren würde. Dann hätte er nicht das Standing im Parlament, was er dann doch hat. Ja, aber jetzt haben wir doch ganz sicher sozusagen die Parteien, oder insbesondere also die Piratenpartei, hat sicherlich einen Punkt damit gemacht, mit diesem manchmal etwas wenig erklärten Transparenzgebot. Aber es ist ja doch spürbar, dass alle anderen Parteien in einer gewissen Form jetzt darauf reagieren. Auch wenn sie vielleicht die Piraten gar nicht mehr als parlamentarische Konkurrenz unbedingt begreifen. Bei der CDU ist es also absolut Chefsache, die Partei zu erneuern, auch unter demografischen Aspekten. Dito in der SPD, wo sich der Parteivorsitzende ins Zeug wirft. Und die Grünen haben ein neues Leitbild entwickelt mit der Beteiligungspartei, was auch sehr stark auf Tool-Ebene angelegt ist, also wie man das eben schafft, sozusagen die,
die Situation des Ortsvereines in den digitalen Raum zu erweitern. Wie weit sind die Parteien eurer Meinung nach auf diesem Weg? Kriegt man sozusagen die Leute noch dazu, die sich ein bisschen irritiert abgewendet haben, weil sie gesagt haben, ich möchte nicht sozusagen erst diesen langen Weg durch die Parteigliederungen und Gremien gehen, bevor ich mich da äußern kann? Also, ja, sehr unterschiedlich, wie die Parteien das machen, wie du das auch schon gesagt hast. Aber da würde ich sagen, auch immer noch, dass die Grünen am weitesten sind, auch Leute anzusprechen, die nicht Parteimitglieder sind. Also die SPD hat angefangen, sich Wahlen für den Oberbürgermeister oder sowas abzuhalten und mit Tools, also mit Adhocracy, das zu nutzen, um Parteientschlüsse oder Vorebenen irgendwie herzustellen. So, aber das ist eher dann parteiintern, was da abläuft und nicht so sehr nach außen gehend. So, ich glaube, da ist auch immer noch dieses Problem, du meintest, es ist ein Tool, ist das manchmal aber auch dieses Tool immer noch wieder missverstanden wird als, jetzt passiert da irgendwas und dass ein Tool immer noch da ist, um ein Ergebnis zu erzielen, um etwas umzusetzen, wo man vorher irgendwie ergebnisoffen sich eine Lösung wünscht, das ist, glaube ich, in den meisten Fällen das Problem, wenn diese Tools angewendet werden, dass man sich dann auch irgendwie bereit erklären muss zu sagen, okay, ich möchte wissen, was meine Mitglieder oder die da draußen oder sowas von uns wollen, dann muss ich mich auch darauf einlassen und ihnen die Kompetenz zusprechen, dass sie das auch mitentscheiden können und das nachher umsetzen. Ja, dafür ist noch ganz viel Potenzial nach oben, das anzuwenden. Ich weiß gar nicht, ob das deine Frage war. Ich glaube, die ging nochmal in eine andere Richtung. Ja, Luft nach oben wäre jetzt schon mal sozusagen ganz deine viel. Wertung. Ich würde euch aber alle drei bitten, da mal so eine Wasserstandsmeldung im Grunde genommen abzugeben. Ja. Ich hätte noch eine Ergänzung zu, vor allen Dingen in die Richtung, wer muss das denn überhaupt anbieten? Weil in dem Film hat man zum Beispiel gesehen, die Kommission ist ganz transparent und offen oder möchte es zumindest stärker sein, vor allen Dingen in der Figur von Reding, die ja schon vorher stark die Reputation dafür hatte. Das Parlament hat ganz stark das Bedürfnis und die Notwendigkeit, offen zu sein, weil sie beide haben halt nicht die Macht, etwas zu entscheiden, ohne dass die nationalen Regierungen, dass der EU-Rat sozusagen dem zustimmt oder überhaupt, dann kann natürlich alles blockieren. Und genau dieser Rat ist aber derjenige, der nicht offen, transparent und beteiligend agiert, sondern da sind halt die Mitgliedstaaten mit ihren Ministern, mit ihren Ministerpräsidenten drin, mit ihren Kanzlerinnen auch, die ja ganz stark geblockt haben und überhaupt gar keine Beteiligung sozusagen des Filmemachers an den Sitzungen wollten. Und der Trilog jetzt, wo das Parlament mit der Kommission und dem Rat diskutieren, wie dann am Ende das Ergebnis auch tatsächlich aussehen soll, ist komplett außen vor. Deswegen endet der Film auch jetzt und wurde schon veröffentlicht und zeigt uns im Prinzip schon nach einem Jahr, was da alles passiert ist. Und analog, glaube ich, ist es auch mit den Parteien auf nationaler Ebene. Die Oppositionsparteien sind ganz stark hinterher, aktiv zu sein, partizipativ zu sein, transparenter zu sein, vor allen Dingen natürlich nach den 2009er Wahlen, als sie gesehen haben, dass da ein sehr starker Handlungsbedarf ist. Ich meine, ich kenne nur die Struktur innerhalb der Grünen, da konnte ich als Studierende und auch in meiner ersten Zeit in Berlin halt ohne Parteimitglied zu sein, mich einfach in die Fachgremien mit reinsetzen, die auf Landesebene zum Beispiel überlegt haben, wie sollte die Netzpolitik aussehen. Und das fand ich super faszinierend. Wahrscheinlich wurde das dann auch in anderen Parteien geöffnet. Aber die CDU und die SPD hatten zumindest im ersten Schritt natürlich weniger Handlungsdruck, merken jetzt aber auch, dass sie die jungen Leute, die internetaffinen Leute reinbringen müssen oder haben das damals gemerkt, das ist jetzt schon ein paar Jahre her und dann eben auch damit angefangen, klar. Christoph? Bin nicht ganz sicher, welche Frage jetzt im Raum steht. Also wenn man sagt, wie weit sind die Parteien,
Ich formuliere sie nochmal für dich. Ich sag mal spontan, okay, spontan würde ich Folgendes sagen. Die Parteien, da zucke ich schon beim ersten Mal, weil mir scheint unter der Frage, wann kann eine größeres soziales Gebilde sozusagen irgendwie gleichgerichtet handeln und entscheiden, also Meinung bilden und zu Entscheidungen kommen, dann glaube ich, ist die Frage derjenigen von gemeinsamen Grundwerten. So, das hat auch nichts mit Internet zu tun, das ist einfach so, wenn soziale Gebilde da sind. Vielleicht hat es auch mit Milieus zu tun, da in dem Bereich würde ich mal suchen. Und da ist dann die entscheidende Frage, will diese Partei eine Volkspartei sein oder will sie es nicht? Weil wenn sie eine Volkspartei ist, dann hat sie schnell einen sehr hohen integrativen Bedarf und die Gefahr von totaler Verwechselbarkeit. Wenn sie das nicht sein will, dann hat sie von vornherein weniger Chance, den Herrschaftsanspruch umzusetzen, weil sie dann immer in Koalitionen agieren muss. Dann kann sie aber auch klarer in der Meinungsbildung sein und auch klare Positionen beziehen. So, da ist für mich gerade die Grenze, wo ich im Moment nicht weiß, läuft das im Prinzip wie in den USA, eher auf so ein Zwei-Parteien-System sozusagen hinaus am Ende. Also das ist ja jetzt nicht die erste große Koalition, wenn man mal langfristig denkt. Oder läuft es eher darauf hinaus, dass wir Parteien haben, die eher Partikel werden. Der zweite Punkt ist die Transparenz. Das ist für mich eine ganz andere Frage. Transparenz ist nötiger als je zuvor, weil sie andernfalls die Legitimation von Entscheidungen untergraben wird. Was nicht transparent ist, führt zu jeder Art von berechtigten oder unberechtigten Annahmen bis hin zu Verschwörungstheorien, und das erleben wir ja gerade die letzten Jahre, gerade durch das Internet, dass das sehr im Kommen ist. Also Transparenz ist die Antwort auf Probleme der Internetöffentlichkeit, erstens. Zweitens aber muss es auch, ich nenne das bewusst, Schutzräume geben. Es muss Räume geben, in denen Personen, ich sag mal, spielerisch sozusagen Positionen verhandeln, um zu erkennen, wo Gebilde gerade stehen in der Meinungsbildung, weil sie ansonsten in die Gefahr geraten, sich auszugrenzen oder sich gleich in einem Konflikt zu verhaken. Ich persönlich glaube also, dass man auch Räume braucht, in denen politisch agierende Menschen sozusagen entre nous sprechen. Ja. Ich sehe eine Frage von Till Westermeier. Der sitzt da oben in dem schwarzen Sakko. Ist ein Mikro da? Ich habe mich ungünstig hingesetzt, um Mikros entgegenzunehmen, habe aber trotzdem eine Frage im Prinzip. Noch mal ein paar Schritte zurück hatten wir dieses wunderbare virtuelle Flipchart mit oben den formalen Verfahren, den Institutionen, unten dem amorphen Gebilde und der unklaren Pufferzone dazwischen. Und ich glaube, wir sind genau an diesem Punkt gerade wieder angelangt, weil wir jetzt darüber reden, wie Parteien es hinkriegen, diese Pufferzone zu gestalten. Ich bin selber Fraktionsmitarbeiter und als solcher kann ich mir sehr gut vorstellen, was sozusagen die unterschiedlichen Ansprüche oben und unten, wenn wir dabei bleiben wollen, sind. Das hat was mit Geschwindigkeit zu tun, das hat Christoph Kappes gesagt, das hat aber auch was, das ist jetzt in dieser Jan-Philipp-Albrecht-Debatte klar geworden, mit Personen versus Institutionen zu tun, glaube ich. Weil Personen natürlich im Diskurs als Personen agieren können, die können aber nicht Meinungsbildungsprozesse in Parteien in schnellen Antworten abbilden. So, und meine Frage, die sich daraus ergibt, ist jetzt, was machen wir mit dieser Pufferzone? Kriegen wir das tatsächlich hin, zwei ganz unterschiedliche Zeittakte, unterschiedliche Logiken zusammenzubringen, und wie könnten Institutionen oder Formate oder von mir aus auch Tools aussehen, um diese Pufferzone zu gestalten? Danke. Ich glaube, das ist eine total wichtige Frage, die durch Kaya Timm nochmal viel besser hätte beantworten können. Ich habe aber zum Glück ihre Folien gesehen und ihre Schlussfolgerungen aus diesen verschiedenen Mini-Öffentlichkeiten, die entstehen und aus den verschiedensten Diskursen ist, dass Parteien, vereinfache grob, zum einen die Aufgabe der Meinungsbildung, die Aufgabe der Moderation und Plattform sozusagen, wo sich diese verschiedenen Meinungen nach bestimmten Werten sozusagen bilden. Und die andere Aufgabe, die zweite Aufgabe, die zurzeit, glaube ich, schon anfänglich auch in den Parteien stattfindet, ist, Politikerinnen und Politiker und auch kleinere Untergliederungen dazu zu befähigen,
weiterhin oder noch viel stärker diese Aufgabe von Diskussion mit der Öffentlichkeit durch Blogs, durch soziale Medien, durch Presse natürlich auch weiterhin zu diesen Leuten dabei zu helfen, das durchzuführen. Und diese zwei Aufgaben für Parteien hat sie sozusagen in ihrer Abschlussfolie dann dargestellt. Und ich glaube schon, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, eben auch in diese zwei verschiedenen Geschwindigkeiten weiterhin mit reinzugehen und eben nicht sich nur auf eine dieser beiden Seiten zu fokussieren. Und ich meine, in Fraktionen gibt es ja dann auch viel so Handreichungen für die einzelnen Abgeordneten, für die einzelnen Büros, für die einzelnen Themen, wie man dann auch tatsächlich mit den Bürgerinnen und Bürgern sprechen kann, nicht nur eben in den Bürgersprechstunden und mit der Presse, sondern auch direkt. Und ob man das dann über Abgeordnetenwatch macht oder über andere Medien, ist dann jedem natürlich wiederum selbst überlassen. So, ich habe ein bisschen wahrgenommen, dass zumindest die Raucher unter uns auch schon langsam nervös werden. Wir sitzen jetzt, glaube ich, auch schon 2 Stunden beisammen. Ich würde jetzt, wenn es keine weitere Frage gibt, noch mal eine in die Debatte werfen. Ich kam gestern zu dieser Tagung von einer anderen Tagung in Hamburg. Da ging es eigentlich um die Effekte von Digitalisierung auf Kulturinstitutionen. Und ein interessanter Wortbeitrag war, dass Institutionen sehr gut daran täten, auch Unfertiges zu veröffentlichen, weil sie sich damit sozusagen Beteiligung, Ownership im Grunde genommen von Beginn an, von der Stunde Null auch dann heranziehen können, was vielleicht die Qualität der Ergebnisse verändert. Christoph, du hast vor 4 Jahren, glaube ich, war es im Rahmen der Grünen Akademie, sozusagen revolutionäre Vorschläge gemacht, wohin Parteien eigentlich sich orientieren müssten. Da war die Rede davon, dass sie im Grunde genommen Medien werden müssen und dass sie auch gewisse Prinzipien der Open-Source-Entwicklung berücksichtigen müssen, in dem Sinne tatsächlich eine Fehlerkultur ausbilden müssten, um eventuell auch wieder glaubwürdiger zu sein in ihrem Handeln. Jetzt 4 Jahre danach, gibt es Beta-Release von Programmen, das ja, das schon ein bisschen. Wie sieht es mit den anderen Prinzipien aus? Also mein Eindruck ist, auf einer Skala von 1 bis 10, wo die Parteien stehen, dass sie da, also wenn 10 toll ist, dann sind sie da eher bei einer 3. Mhm. Ich glaube aber, dass sie alle Fortschritte machen, so schnell wie Parteien das vielleicht auch nur können. Also das eine, und das ist gar nicht unbedingt positiv, ich nenne das mal Medialisierung, ja? die sieht man jetzt schon. Peter Tauber ist bei der Jungen Union inszeniert worden auf einer riesigen Bühne und saß dort auf dem Feuerstuhl. Das hatte Talkshow-Charakter. Ne? Das ist eine gewisse Medialisierung, das sieht man. Man sieht aber auch gleichzeitig eine Entpolitisierung. Also ein Johannes Kahrs auf Twitter, er verzeihe mir die Bemerkung, sagt jeden Morgen Moin. Und er bekommt ganz viele Reaktionen zurück. Ganz viel Moin zurück. Ich habe auch manchmal gedacht, sage ich auch mal Moin. Also da passieren 2 Dinge gleichzeitig. Da wird medialisiert und zum Teil auch entpolitisiert. Und das hängt damit zusammen, dass sie eben versuchen, keine Kante zu zeigen, gewissermaßen Teflon zu sein in der Außenschicht, weil sie glauben, dass sie stärker integrativ wirken müssen. Ich glaube, Parteien müssen stärker öffentliche Diskurse beeinflussen. Das ist, oder andersrum, die Öffentlichkeit und Parteien müssen stärker miteinander verwoben werden, weil viele Diskurse werden ja in der medialen Öffentlichkeit verhandelt und weniger in den Parteien. Also mir hat neulich jemand, der ein sehr hohes Amt einer Bundespartei bekleidet hat, gesagt, eigentlich sind wir innen schon tot. Der Satz klingelt noch in meinen Ohren. Also das ist aus einer Binnensicht, wenn man ehrlich ist, in einigen Parteien tatsächlich ein Problem. Da wird nicht viel diskutiert. Und da wird auch schon gar nicht über die großen Fragen diskutiert, sondern dann über die kleinen und nicht so sehr über die großen. Also vergleicht man das mit so Internetdebattenräumen, wie ich sie kenne, wo dann, auch wenn das nur wenige Blogger sind, die sich dann mal 4 Wochen lang die Kante geben zu einem Thema, das findet in den Parteien so nicht statt. Also ich wünsche mir das tatsächlich lebendiger, ja? Und das geht nur, wenn man sich öffnet. Und die Öffnung darf aber nicht so weit gehen, dass man das Prinzip der Mitgliedschaft aufgibt.
weil die Mitgliedschaft ist die Voraussetzung für verlässliche Wahlverfahren und Legitimation von Entscheidungsträgern. Also Artikel 38 ist einfach hinsichtlich geheimer Wahlen unabdingbar und deswegen funktioniert auch nicht die beliebige Delegation von Stimmen irgendwohin, obwohl ich sonst ein großer Freund von Liquid Feedback bin. Das kann man machen in kleinen lokalen Zusammenhängen, dass man da stärker liquide wird sozusagen, aber je unüberschaubarer die Strukturen werden, und das ist spätestens auf landespolitischer Ebene und auf bundespolitischer sowieso, kommen Parteien nicht umhin, gewisse starre Dinge wie Mitgliedschaft zu tun, weil sie eben auch Repräsentationsmechanismen haben. Ne? Okay, 3 Punkte von 10, das ist herbe. Vielleicht nochmal Linnea und Sandra, ihr als in dem Sinn auch NGO-Veteraninnen. Ist es nicht so, dass Parteien bestimmte Prinzipien von Kollaboration, von Öffnung, bestimmte Formen des Zusammenarbeitens sich abgucken können? Aus dem zivilgesellschaftlichen Rahmen. Jetzt bitte nur ihr beide. Absolut. Wenn ich mit jungen Menschen aus der sogenannten Generation Y, schrecklicher Name, aber manchmal stimmt er, rede, dann ist es häufig so, dass die haben unglaublich Angst, sich zu binden. Erst recht jetzt so einer alten Institution irgendwie anzugedeihen wie einer Partei. Da sind natürlich NGOs viel interessanter. Gleichzeitig sind sie aber auch unglaublich auf der Suche nach Gemeinschaft. Also es ist, scheint ja wie so komplett konträr und trotzdem ist es irgendwie drin. Und das schaffen NGOs viel besser. Da gibt es, also das... Sandra, das meinte hier bei den Grünen hier, hatte sie auch die Möglichkeit reinzugehen und einfach zuzuhören, vielleicht auch als Expertin in gewisser Weise dabei zu sein und so dann sagen wir, den Sprung zu schaffen. So, Problem ist, wir hüpfen gerade überall auf der Welt rum und nicht nur zwischen Brüssel und Berlin, sondern vielleicht auch ist es nur Hildesheim und Magdeburg oder so oder sonst irgendwo anders. Und es ist so schwer, sich in einem Ortsverband irgendwie zu etablieren, wenn man weiß, man ist zum Studieren woanders oder sowas. Also ich glaube, da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, auch natürlich technische Tools zu nutzen, eine ganz andere Offenheit herzustellen, Leute auch, wie es auch häufig in NGOs passiert, nochmal ganz anders weiterzubilden. Auch, also dass Partei nicht nur eigenes Einbringen ist, sondern auch, dass ich die Möglichkeit habe, mich weiterzubilden, auch wenn es Moderation ist, in inhaltlichen Themen, in allen möglichen. Und irgendwie so eine Art von Gemeinschaft zu sein, die eher einen Wert hat. Also wo ich nicht überall mit einbezogen werden muss. Ich kann auch sagen, da stimme ich überhaupt nicht überein, aber ich bin hier, weil ich dafür stehe. Und ich glaube, das kriegen NGOs bislang besser hin und sie kriegen es auch besser hin, transparent zu sein und eigene kleine Strukturen zuzulassen. Das sind jetzt sehr, sehr viele Punkte und am liebsten würde ich natürlich auf alle eingehen und zum Beispiel sowas wie die Piratenpartei, was vorhin schon kurz angesprochen wurde, hat sich natürlich auf ein bestimmtes Thema ursprünglich fokussiert, Netzpolitik, Bürgerrechte. Und das Problem einer Partei ist dann aber, du musst Antworten haben zu allen Fragen und wirst immer wieder danach gefragt. Und als NGO-Vertreterin kann man eben sich auf seinen bestimmten Bereich fokussieren und sagen, darüber kann ich jetzt Aussagen treffen, zu Umweltpolitik fragt vielleicht lieber jemanden, der sich mit Umweltpolitik auskennt. Deswegen ist es ja auch so schön strukturiert, auch in Parteien verschiedenste Arbeitskreise zu haben. Aber wenn ich mich als junger Mensch in einer Partei engagieren möchte, dann muss ich mir eine Partei aussuchen, die nicht nur in dem einen Feld, in dem ich mich wirklich interessiere und in dem ich mich wirklich auskenne, eine Position hat, die ich unterstützen kann und an der ich mitarbeiten kann, sondern die auch in allen anderen Bereichen was Sinnvolles sagt, wo ich nicht mich schämen muss, abends mit Freunden darüber zu sprechen,
dass ich jetzt gerade bei der SPD war und die gerade ein Flüchtlingspaket mit verabschiedet hat, dass ich einfach nicht mittragen kann, auch wenn sie vielleicht in vielen anderen Bereichen positive Meinungen vertritt, sozusagen. Also es ist schon mal das eine Problem, was ich daran sehe. Du wirkst gerade so, als ob du antworten möchtest. Das würde ich nur total unterstützen, dass das, glaube ich, auch eins der Hauptprobleme ist. Also wollte nicht mehr sagen. Also hier inmitten von zwei Vertretern von NGOs darf ich berichten, dass in meiner persönlichen Erfahrung NGOs nicht sehr diskussionsfreudig waren mit mir und auch nicht sehr bereit, mir ihre Satzungen zu erläutern und die Frage, wie ich eintreten kann. Dann kommen Sie mal in die Heinrich-Böll-Stiftung. Mir haben auch Vertreter von NGOs gesagt, Moment, wir wollen hier nicht diskutieren, wir sind Aktivisten. Klar, ja. Total. Das hat auch wieder also so viele Aspekte natürlich drin, weil ich, wenn ich in einer NGO aktiv bin, dann nutze ich einen großen Teil meiner Freizeit, um bestimmte Sachen zu unterstützen, was auch immer, aktivistisch unterwegs zu sein. Aber ich habe nicht sozusagen diesen öffentlichen Auftrag, den gesamten Diskurs zum Thema zu strukturieren und mit allen Menschen auf der Welt zu diskutieren. Was ich bei einer Partei persönlich noch viel, viel stärker sehe, dass man tatsächlich viel stärker noch unterschiedlichste Stimmen mit reinbringen sollte, die bestimmte Fragen haben. Über die Parteienfinanzierung sollte man hoffentlich auch eine Möglichkeit haben, zum Beispiel dann viele Fragen auch personell einfach ressourcenmäßig besser abdecken zu können. Und ja, da ist noch so ein Bereich, den ich gerne noch ansprechen wollte, von wegen alles ist weiß und männlich. Das muss man sich immer wieder bewusst machen und dann eben in meiner NGO, in meiner Partei auch schauen, was sind eigentlich die Hürden für Leute, die nicht so viel Zeit mitbringen können, sich zu beteiligen und dann vielleicht auch sehen, ja, in manchen Bereichen muss man Leute auch sozusagen übervorteilen, die dann keine Ochsentour zum Beispiel durch die gesamten Kreisverbände machen, sondern große, wichtige NGO-Vertreter zum Beispiel auch mal auf meine Liste fürs Parlament als Kandidaten mit reinnehmen, wie es ja zum Beispiel fürs Europaparlament schon passiert ist, wo man dann schauen kann, die werden Mitglieder natürlich, man muss ja auch eine Art von, also die müssen natürlich Mitglieder sein, um auf so einer Liste gewählt werden zu können, glaube ich sogar. Ja, aber solche Sachen finde ich dann auch noch sehr, sehr wichtig zu bedenken und auch im Diskurs innerhalb der Partei, aber auch innerhalb der NGO mit reinzunehmen. So, ich denke, wir werden nach dem Mittagessen, in das ich uns alle gerne entlassen möchte jetzt, noch viel hören zur vermuteten Gemeinwohlorientierung von Parteien und damit auch gegen die partikulare Optik anderer Akteure, auch NGOs, Lobbyisten etc. pp. Ich möchte ganz herzlich euch drei danken für eure Teilnahme und für eure Beiträge. Und möchte schließen mit einem kurzen Satz des Mediensoziologen Stefan Münker, der nämlich mal geschrieben hat, andere Öffentlichkeiten als digitale wird es auf absehbare Zeit nicht mehr geben. Und mit dieser normativen Kraft des Faktischen werden wir alle zusammen umgehen lernen müssen. Herzlichen Dank.